Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zu der Veranstaltung der SPD-Landtagsfraktion „Wie wollen wir im Alter leben?“. Ich freue mich sehr darüber, dass so viele von Ihnen und euch der Einladung gefolgt sind. Ich begrüße ganz besonders Klaus Möller, unseren ehemaligen Landesvorsitzenden der SPD. Ich begrüße den Chef der Arbeiterwohlfahrt in Schleswig-Holstein, Wolfgang Barsch. Den begrüße ich natürlich auch noch als Mitgastgeber, denn natürlich sind auch ein paar Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten hier. Und immer mehr Menschen in Deutschland werden immer älter. Das ist übrigens kein Problem, wie das gelegentlich gesagt wird, sondern das ist eigentlich das Ziel der meisten. Und insofern eigentlich eine gute Sache, dass immer mehr Menschen immer älter werden. Das wollen eigentlich auch alle, oder die meisten jedenfalls. Und insofern ist das als allererstes mal eine gute Nachricht. Aber es ist eben auch mit Herausforderungen verbunden. Und die stehen ein bisschen im Mittelpunkt dessen, worüber wir heute reden wollen. Viele Menschen werden ja nicht nur älter, sondern auch das Altersverständnis hat sich ein Stück verändert. Menschen sind länger fit, agil, bereit, sich einzubringen. Obwohl man auch da sagen muss, natürlich gibt es junge Alte und alte Junge. Also auch das ist Teil der Lebensrealität. Aber insgesamt gibt es ein durchaus anderes Altersverständnis als früher. Und auch ein Blick in den Saal bestätigt, dass wir ganz unterschiedliche Altersgruppen heute angesprochen haben. Ich freue mich über jeden Einzelnen von Ihnen, der gekommen ist. Und nun mag es viele Gründe geben, warum Sie heute Abend hier zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Ich vermute, ich liege nicht ganz falsch, wenn ich annehme, dass der ein oder der andere auch gekommen ist, weil wir einen besonderen Gast hier heute haben. Und ganz unbescheiden darf ich sagen, dass der SPD-Landtagsfraktion ein echter Glücksgriff gelungen ist. Ich freue mich als Fraktionsvorsitzender außerordentlich darüber, lieber Franz Müntefering, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen bei uns hier. Wir haben dich natürlich aus mehreren Gründen eingeladen. Zum einen bist du ein hervorragendes Beispiel für jemand, der, das darf man verraten, mit 79 Jahren im besten Sinne im Unruhestand bist, bist Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes, Vorsitzender des Vereins der Deutschen Gesellschaft und für uns heute besonders interessant, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Wenn uns also jemand was über engagiertes Leben im Alter erzählen kann, dann bist das, glaube ich, du. Und zum anderen hast du im vergangenen Monat ein spannendes und vielbeachtetes Buch veröffentlicht mit dem Titel „Unterwegs, älter werden in dieser Zeit“. Eine Reflexion über dein Leben, deine beeindruckende politische Karriere, aber eben auch viele kluge Gedanken über das Älterwerden und den Stellenwert des Alters in unserer Gesellschaft. Das ist übrigens auch interessant für eine Partei, deren Durchschnittsalter 60 Jahre alt ist. Wobei ich hinzufügen möchte, ich sage das immer besonders gerne, die Schleswig-Holsteinische Sozialdemokratie ist die Partei, die die meisten über 100-jährigen Mitglieder hat. Also man tritt bei uns ein und die Lebenserwartung ist hoch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist jedenfalls ganz sicher ein Thema und eine Beschreibung dessen, worüber dieses Buch geht, was neugierig macht. Und ich bin sehr gespannt, was du uns heute Abend erzählst und auch über die Diskussion, die wir haben werden. „Wie wollen wir im Alter leben?“ ist der Titel unserer heutigen Veranstaltung. Das ist ein breites Thema und das heißt übrigens bewusst, wie wollen wir im Alter leben? Nicht, wie sollen wir im Alter leben oder wie müssen wir im Alter leben? Sie kennen den Ausspruch von Olof Palme, Politik heißt etwas wollen. Und ich glaube, wir müssen ganz sehr viel häufiger über die Frage reden, wie wir wollen, dass Menschen im Alter leben. Viele empfinden ja manches auch als mangelnde Freiheit, was damit zu tun hat, dass die Frage eben nicht hinreichend erörtert worden ist. Also was zum Beispiel in den Kommunen passiert. Sorgen wir dafür, dass Menschen möglichst lange ihr Zuhause haben oder passiert eines schönen Tages, dass man aus dem Krankenhaus entlassen wird und hat kein Zuhause mehr, wie das vielen widerfährt. Und andere Dinge mehr, über die man in diesem Kontext reden könnte, ist ein breites Thema. Die Seniorinnen und Senioren leben in ganz unterschiedlichen Verhältnissen in unserem Land. Sozial, gesundheitlich, aber auch finanziell. Auf dem Land ganz oft anders als in der Stadt. Und auch zwischen den Geschlechtern gibt es da Unterschiede. Noch immer liegen die Renten von Frauen zum Beispiel weit unter denen von Männern, weswegen wir ja zum Beispiel über solche Themen wie Grundrente auch sprechen. Auch der Wunsch nach dem eigenständigen, selbstbestimmten, sinnstiftenden, sozial abgesicherten Lebensabend eint vermutlich die meisten. Und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, das ist wiederum die Verantwortung der Politik. Und auch deswegen ist es wichtig, über solche Themen zu sprechen.
Ich freue mich sehr auf einen, wie ich hoffe, interessanten und unterhaltsamen Abend und dass wir am Ende nach der Veranstaltung ein bisschen schlauer nach Hause gehen. Das wäre mein Wunsch an uns alle hier. Und ich übergebe jetzt an meine Kollegin Birte Pauls, die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion ist und uns mit ihrer Moderation durch den Abend führen wird. Herzlich willkommen nochmal, schön, dass Sie alle da sind. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen natürlich auch, herzlich willkommen. Mein Name ist gefallen, Birte Pauls, sozialpolitische Sprecherin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und ich bin in meinem Arbeitskreis Soziales zuständig für das Thema Senioren. Und deswegen freut es mich außerordentlich, dass es heute Abend zu dieser Veranstaltung gekommen ist. Die Idee hatten wir ungefähr schon vor einem Jahr. Manche Dinge brauchen eben, gut Ding wir Weile haben, aber jetzt hat es geklappt und deswegen freut es mich sehr. Freut es mich auch, dass so viele Gäste heute bei uns sind und ich denke, wir können uns auf einen guten und interessanten Abend freuen. Sie haben auf Ihren Plätzen kleine Kärtchen gefunden. Das waren keine Besetzzeichen oder sonstiges, sondern wir möchten Sie ganz herzlich bitten, im Laufe des Abends auch mal Ihre Ideen schweifen zu lassen, wie Sie denn im Alter leben möchten, wie Sie denn gerne alt werden möchten. Und wir möchten Sie bitten, das dann an unsere Wünschebäume anschließend anzuheften. Und wir würden das gerne mit in unsere politische Arbeit einfließen lassen. Also lassen Sie die Gedanken ein bisschen treiben und füttern Sie unsere Arbeit mit Ihren Ideen. Darüber werden wir sehr, sehr dankbar. Björn Höcksdahl, Autor, Slammer, Poet, Moderator. Wer kennt ihn nicht? Aus zahlreichen Literaturveranstaltungen wie das Spoken Word Festival, Wortgewalten, Poetry Slams oder den Slam au Platt. Auch hier im Landeshaus ist er oft zu Gast. Zuletzt beim 10-jährigen Jubiläum der Pflegestützpunkte. Seine Texte haben mich auch an dem Tag sehr berührt und ich habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, an unserer heutigen Veranstaltung teilzunehmen. Und er konnte und er hatte Zeit und dafür bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Und jetzt erleben wir, wie der eine Nordrhein-Westfale, denn Björn Höcksdahl ist in Köln geboren, den anderen Nordrhein-Westfalen, nämlich dem aus dem Hochsauerland, das ist Franz, den echten Norden erklärt. Bitte schön. Ja, ich darf etwas später noch zum Thema zwei kurze Texte vortragen. Kurz heißt bei Poetry Slam ja immer, wir halten das wirklich ein, weil wir dieses Zeitlimit sehr gewohnt sind. Aber ich darf eben zur Verortung erst einmal einen Text vortragen, den ich für die Regionalkonferenzen Schleswig-Holstein 2030 geschrieben habe vor ein paar Jahren. Und wir hatten damals ja ein neues Motto bekommen. Wir sind ja nicht mehr das Land zwischen den Meeren. Wir sind ja jetzt der echte Norden. Das finden meine dänischen Freunde sehr lustig, aber es ist eine Frage der Perspektive natürlich. Und ich finde es wirklich sehr spannend, wenn man von Dänemark nach Schleswig-Holstein reinfährt, wird mit dem Schild begrüßt, willkommen im echten Norden. Und wie gesagt, dann habe ich ein Gedicht geschrieben, das wurde ein bisschen eine Hymne, das ist ein kurzer Text zum Loslegen und wie gesagt zu unserer Verortung und der heißt eben auch einfach nur der echte Norden. Unser Motto geht inzwischen so, wir sind der echte Norden. Manchem Bürgermeister anderswo ist da fast schlecht geworden, sowas geht gar nicht und wir sollten uns schämen, doch kam das nur aus Süddeutschland, also Hannover und Bremen. Niemand sagt, hier sei man besser oder schlechter. Doch geografisch ist der Norden bei uns einfach etwas echter. Was den echten Norden ausmacht, hier im Jetzt und Heute, sind der Wind, sind die Wellen, sind das Land und seine Leute. Was uns verbindet, das sind Vielfalt. Flaches Land und steife Brisen, weiche Hügel, weiße Strände, roter Klinker, grüne Wiesen. Echter Norden, das heißt Grünkohl, das heißt Raps und Roggen. Und wenn wir ehrlich sind, heißt es auch nicht so richtig häufig trocken. Aber wen stört das? Man ist hier nicht aus Kandis. Und so vieles mehr trägt bei zur Seele dieses Landes der Humor wie guter Wein. Das heißt ordentlich trocken, im Gegensatz zum Wetter, doch das kann uns nicht schocken. Stürmt das Meer auf in Flocken, holen wir Badesachen. Und ja, wir haben Humor, selbst unsere Möwen können lachen. Auch verbinden uns die Lage, Ziele und die Interessen. Und mal ehrlich, bitte, wer kann sich mit solcher Vielfalt messen? Mit Baltischer und Nordsee, Plöner See und der Schlei, dem Nordostseekanal und der Eider dabei, ist der Norden hier zwar echter, doch auch nasser. Jede Gegend dieser Welt kann was? Wir können Wasser.
Wir sind die Stille am Meer, sind das Open Air in Wacken, wir sind sehr fürs Anpacken und für nicht lange Schnacken. Wir haben so viel zu bieten zwischen Marsch, Geest und Hügelland, zum Beispiel Lapskaus und Sprotten und das Bier mit einem Bügel dran. Wir sind der Speckgürtel um Hamburg, wir sind Fehmarn, Sylt und Watt. Wir sind Leverdote a Slav, wir sind Dänisch, Friesisch, Platt. Wir sind Urlaub für die Seele, wir sind Landwirtschaft und Handel, wir sind wie Wind und Gezeiten, stets in Bewegung und Wandel. Wir sind neue Energie, wir sind Handball und Wassersport, auch für Rummelpott und Boseln ist das Land hier ein krasser Ort. Wir sind Friesentee und Korn, wir sind Marzipan und Holstentor und wenn die Kieler Woche läuft, kommt es mir am vollsten vor. Wir haben zwei Horizonte und haben Hunger auf morgen und der Blick auf die See vertreibt Kummer und Sorgen. Wir sind Luxus im Hotel, wir sind Campingplatz und Ferienhaus, du kennst uns auch als Tatort, falls du manchmal Serien schaust. Nicht nur weil es so flach ist, ist es hier sehr übersichtlich. Aber das heißt doch, man kennt sich und das finden wir wichtig. Lass diese Lebensqualität unser Reichtum und Gold sein. Niemand ist so glücklich wie die Menschen Schleswig-Holsteins. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Höxdahl. Und falls Sie diesen wunderschönen Text nachlesen möchten, nehmen Sie sich gerne draußen, sehr viel später, eine Fraktionsbroschüre mit, weil da ist der Text auch veröffentlicht. Und auch dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Gerlinde Böttcher-Naudit. Sie ist aktiv im Kreistag in Steinburg, dort Sozialausschussvorsitzende. Sie ist stellvertretende Bürgermeisterin in Horst und immer und überall dabei, wenn es darum geht, die Rechte und Beteiligung der älteren Menschen irgendwo mit anzusprechen. Sie ist Vorsitzende der SPD-Landesarbeitsgemeinschaft der AG 60+ und sie ist die jüngste Landesvorsitzende, denn sie ist noch gar keine 60. Und liebe Gerlinde, wir freuen uns über dein Grußwort. Schön, dass du mit dabei bist heute Abend. Es stimmt, dass ich die Jüngste bin. Es stimmt, ich bin nicht mehr stellvertretende Bürgermeisterin nach der letzten Kommunalwahl, aber im Kreistag bin ich immer noch. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute ein Grußwort entbieten darf. Zu Beginn möchte ich mich bei der Landtagsfraktion und hier namentlich bei Birte Pauls und ganz besonders bei Kirsten Jort, Mitglied im Landesvorstand der AG 60+, bedanken. Liebe Kirsten, ich weiß jetzt nicht, ob sie da ist, aber es gelingt ihr immer wieder, Franz Müntefering nach Schleswig-Holstein zu bekommen. Und das finde ich richtig super, da bist du. Im Vortrag von Franz Müntefering, wie wollen wir im Alter leben, werden wir gleich sehr interessante Ausführungen hören. Für mich als Landesvorsitzende der AG 60+ bedeutet es, dass in der nachberuflichen Phase die Menschen sehr aktiv teilnehmen wollen, sowohl an politischen, gesellschaftlichen, als auch an kulturellen und sportlichen Aktivitäten. Die lebenserfahrenen Menschen haben denselben Respekt und die gleiche Wertschätzung verdient wie Menschen, die im Berufsleben stehen. Ohne die ältere Generation wäre ein aktives Ehrenamtsengagement nicht mit Leben zu füllen. Wir müssen hier sehr aufpassen und dem diskriminierenden Verhalten Älteren gegenüber Einhalt gebieten. Die ältere Generation ist nicht der Klotz am Bein der Gesellschaft, sondern ihr Motor. Woran wir Älteren stärker arbeiten müssen, ist mehr Solidarität und Unterstützung für unsere Themen und Vertreterinnen und Vertreter. In diesem Sinne wünsche ich uns einen interessanten Vortrag und anregende Gespräche. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Gerlinde. Und ich denke, beides werden wir haben. Poetry Slam hat viele Facetten, mal lustig, mal poetisch, mal ernst, mal nachdenklich. Aber immer irgendwie direkt im und aus dem Leben und immer so, dass der Zuhörer sofort versteht. Dazu gehören auch Erlebnisse mit und aus dem Alter. Quasi als poetischen Einstieg in unser heutiges Thema, Björn Höxdahl und seine Gedanken zum Alter. Thank you.
Vielen Dank noch einmal. Ich darf, wie gesagt, ein kurzes Gedicht vortragen, das ich mal geschrieben habe für eine Veranstaltung mit der KiWa, wo es eben auch ja um Wohnen und eben Leben in Würde im Alter geht. Dieses Gedicht trage ich zuerst vor, danach kommt ein persönlicher Ansatz zum Altern und Würde. Aber erst einmal dieses Gedicht. Wir wollen leben und wohnen in Würde. Auch wenn wir altern, soll das weiterhin so sein. Wenn das so ist, wird Alter leichte Bürde und man erlebt es im Herbst Sonnenschein. Wir kommen hilflos auf die Welt, oft gehen wir so von ihr. Wenn der Groschen nicht mehr fällt, wenn wir verschwunden und doch hier. Wenn die Psyche unser Feind ist, wenn das Leben viel zu viel wird. Wenn du viel zu oft allein bist, wenn der Geist vorm Körper stirbt. Wenn du allein nicht mehr zurechtkommst, jeder Tag ist Stress statt Pause. Stellt sich die Frage, wie du wohnst. Was macht ein Haus zu einem Zuhause? Um einen Menschen großzuziehen, braucht es ein Dorf, so sagt man. Und auch wenn unsere Sinne fliehen, fühlt sich Familie stark an. Familie kann so vieles sein, auch Ehrenämter, Nachbar. Die Pflegekraft fällt auch mit rein, das selbstbestimmt wird machbar. Wenn unser Geist uns nicht mehr dient wie einst und es wird Grau und Einsamkeit zur Feindschaft, dann hilft ein Licht, das in der Finsternis uns scheint, dann hilft vertrautes Umfeld und eine Gemeinschaft. Dann sind da neue Menschen wie eine Familie. Bei der Familie ist es wie beim Blumenstrauß. Es braucht die Vielfalt, Rose, Tulpe, Lilie. Jedes Talent wird hier geschätzt und auch gebraucht. Was hier vollbracht ist Menschenliebe. Es wird so viel geleistet, doch wenn uns das nicht weitertriebe, wäre die Zukunft nicht gemeistert. Jeder Mensch ist anders, auch im Alter. Jeder Mensch braucht anderes zum Glück. Lass uns ein Leben nicht verwalten, nein, gestalten. Kehren wir auch in der Stadt ein Stück zum Dorf zurück. Denn jeder Mensch verdient Normalität. Erst Alltag macht das Leben wirklich rund. Das gilt für alle, ganz egal, wo man auch steht, ob mit Demenz, behindert, alt oder jung. Wir brauchen Sicherheit, Gehörtsein und Vertrautheit. Wir brauchen Selbstbestimmung, brauchen ein Zuhause. Mal braucht es Trubel, manchmal eine Auszeit. Und wenn die Sonne scheint, dann will man auch mal raus und geht Familie auch mal auf vier Pfoten. Darf doch nicht sein, dass man Familie einfach trennt. An einem Ort, an dem dies nicht verboten, wird grau zu bunt mit Menschen, die man kennt. Zusammen statt einsam am Herd in der Küche. Gemeinsamer Alltag mit Freude und Streit. Die alten Rezepte, die alten Gerüche, gemeinsames Feiern, auch Trauern und Leid. Und da ist Lachen, da ist ganz normales Leben. Und steht man irgendwann mal richtig auf dem Schlauch, kommt Unterstützung, dann wird es Hilfe geben. Und sie kommt dann, wenn man sie wirklich braucht. Ein selbstbestimmter Alltag zwar, doch mit helfender Hand. So wie es vielleicht natürlich war einst im Neandertalerland, ja vielleicht lebte man schon so, als die Mammutjagd hart war. Vielleicht war dieser Zustand bei Zeiten Natur. Heute leben die Leute nicht mehr auf die Art, klar, deshalb braucht sowas eine Struktur. Damit es so ist, braucht es Menschen, die das wollen. Damit Humor zum Tag gehört und Lachen. Und das seid ihr, ihr bringt den Stein ins Rollen, die Wohnvielfalt im Alter möglich machen. Die Uhr tickt, die Zeit rennt, es bleibt ein das Warmer. Fragt nicht, ob die Mühen sich lohnen. Buddhismus lehrt uns was von Kreislauf und Karma. So viele von uns werden später dort wohnen. Danke. Und jetzt, wie gesagt, eine Kurzgeschichte. Es ist kein erdachter Text, es ist ein erlebter Text. Ich habe ihn so aufgeschrieben, wie ich ihn als Kind wahrgenommen habe. Es geht um meinen norwegischen Großvater. Mein Vater sagte nach dem Lesen, es war genauso, wie ich es aufgeschrieben habe. Meine Mutter sagt, es war völlig anders, aber das sind Erinnerungen. Und der Text heißt, als mein Vater den Tod bestahl. Ich war 6 oder 7 Jahre alt, da rutschte mein Großvater in Norwegen auf einem vereisten Gehweg aus und brach sich den altersmorschen Oberschenkel. Das war in den letzten kalten Tagen des Frühjahres und während er im Krankenhaus der Genesung harrte, zog sich die Welt draußen langsam schon wieder das Sommerkleid an. Mein Großvater, Bestefar, wie es im Norwegischen heißt, war kein Mann, der jammerte, wenn es um seinen Körper ging, und so beschwerte er sich nicht. Nicht über sein Missgeschick und auch nicht, als der Gips im Krankenhaus zu eng angelegt wurde. Als er deshalb seine Zehen verlor, nahm er es hin mit der Duldsamkeit der Weltkriegsgeneration, was sind schon ein paar Zehen. Mit dem Verlust des linken Fußes sank seine Motivation dann aber doch und 5 weitere Operationen später hatten sie Bestefar das Bein oberhalb des Knies und den Lebensmut unterhalb des Herzens abgenommen. Er war Vorarbeiter der Schweißer und Nieter in einer Werft gewesen. Er hatte eine eigene Tankstelle gehabt und er besaß in den 30er Jahren einen von 2 Lancia-Beta-Sportwagen in Norwegen.
Dieser Wagen war ihm wichtig. Er hat ihn Ende der 20er Jahre nur deshalb gekauft, weil ihn ein reicher Mann aus Oslo herablassend behandelt hatte. Bestefar hatte gutes Geld verdient, als er Lastwagen über die gefährlichen Bergstraßen Norwegens gefahren hatte, wo in mehr als einer Kurve Reifen frei über Abgründen drehten. Dann entdeckte er vor dem teuersten Hotel Oslos den Lancia. Er hatte ihn neugierig betrachtet und sich ein wenig in den Wagen verliebt, als der Besitzer erschien und ihn davonscheuchen wollte. Bestefar wurde zornig und fragte, was der Wagen kosten solle. Der Herr nannte ihm den Preis in der festen Annahme, dass ein Mann wie mein Großvater sich solch ein Auto nicht würde leisten können. Bestefar kaufte ihm dort an Ort und Stelle den Wagen ab. Ein bisschen, weil er ihn wirklich mochte, aber hauptsächlich, weil dieser Mann da dachte, dass er sich so etwas nicht leisten könne. Er war ein Mann, der mit dem Fuß aufstampfte, wenn ihm etwas nicht passte, ja, wenn es um seine Ehre ging. Einer, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand, und genau das war auf einmal nicht mehr möglich. Meine Tante, die Schwester meines Vaters, freundete sich schnell mit der Situation an. Sie ersann Näh- und Hobbyraumpläne für die Zimmer ihres Vaters. Sie rief zunächst einmal den Pfarrer wegen der Auswahl der Grabrede, den Blumenladen wegen Kostenvoranschlägen für Kränze und dann irgendwann meinen Vater an, um ihm zu sagen, dass sein Vater nur noch wenige Tage zu leben habe. Dabei ist meine Tante Torvay kein schlechter Mensch, eher pragmatisch veranlagt. Mein Bruder und ich erhielten Sonderurlaub von der Schule, um Abschied zu nehmen von unserem sterbenden Großvater. Und ehe wir begriffen, was eigentlich los war, fuhren wir nach Norwegen und standen vor dem Haus meiner Tante. Beim Abendessen schimpfte sie mit meinem Vater, da er weder einen dunklen Anzug für die sicherlich bevorstehende Beerdigung eingepackt hatte, noch große Begeisterung zeigte, Einladungskarten für das Begräbnis seines Vaters auszuwählen, der ja nur wenige Kilometer entfernt im Krankenhaus lag und doch noch immer atmete. Als wir am nächsten Morgen zum Krankenhaus aufbrachen, war Torvay bereits beim Kochen und Einfrieren für den Leichenschmaus. Wir fuhren entlang der Landstraße, die Bestefar mir noch im letzten Sommer gezeigt hatte. Dort, wo noch immer die Strommasten standen, die er 1954 mit seinen eigenen Händen errichtet hatte. Weiter entlang am Meer, wo die alte Werft stand, in der er mit 15 seinen ersten Job hatte, und immer weiter bis zu einem Krankenhaus, das so aussah, wie auch bei uns die Krankenhäuser aussahen. Auf der Station fanden wir meinen Großvater nicht. Zumindest nicht den Mann, der mir gezeigt hat, wie man die geangelten Fische tötet. Nicht den bisweilen jähzornigen Mann, vor dem sogar mein Vater immer noch ein bisschen Angst hatte. Mein Großvater hatte sich wie eine Schlange gehäutet und wir trafen nur den zurückgebliebenen Rest an. Ich sah meinen Vater zum ersten Mal in meinem Leben mit Tränen in den Augen und dann verließen meine Mutter, mein Bruder und ich den Raum. Bald danach stürmte mein Vater wieder heraus, den Gang runter, kam mit einem Rollstuhl wieder und eilte zurück in das Krankenzimmer. Er schob Bestefar im hinten offenen Papierkrankenhemd heraus und sagte, los, alle zum Auto, mein Vater will das Meer sehen. Das war ein Moment, in dem sogar mein Bruder und ich kapierten, dass wir besser die Klappe halten und tun, was man uns sagt. Wir spürten, dass etwas in Gange war, das von Bedeutung war, dass es um Leben und Tod ging. Bestefar saß vorne auf dem Beifahrersitz neben meinem Vater, legte den Kopf etwas zur Seite und zurück an die Scheibe. Er sah in den Himmel, schloss die Augen, als die Sonne durch Wolkenberge brach, während die Schatten der Strommasten flackernd über sein Gesicht huschten. Weiter, vorbei an der alten Werft, vorbei in einem ganzen Leben und immer weiter raus zu den Schäreninseln an die offene See. Dort saßen wir auf Decken am Meer und picknickten. Mein Vater und der alte Mann hatten sich ein wenig abseits niedergelassen, jeder mit einem Bier in der einen, Smørrebrø in der anderen Hand, und sie redeten. Erst nur mein Vater, aber dann immer mehr auch wieder Bestefar. Nach einer ganzen Weile kamen sie zurück zu uns und da hatte der Mensch, den mein Vater da trug, schon wieder etwas Gewicht und Substanz. Es war Glut in seinen Augen und man sah, dass er noch nicht abgeschlossen hatte mit dem Leben. Als wir etwas später zurückfuhren, spürten alle im Auto, wie die Glut wieder erkaltete, mit jedem Meter, den wir uns dem Krankenhaus näherten. Mein Vater hatte erneut Wasser in den Augen, bei der Vorstellung, seinen Vater in diesem Linoleum-Vorhof der Hölle zum Sterben abzuladen. Auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus sagte Bestefar mit aller Bestimmtheit, die er noch zusammenbrachte, ich kann da nicht wieder rein und bringt mich nach Hause, bitte. Meine Mutter packte seine wenigen Habseligkeiten zusammen, während mein Vater unter protestierendem Gezeter der Krankenschwester eine Erklärung unterschrieb, dass er die volle Verantwortung für die Entlassung des Todgeweihten übernehme. Triumph war in Bestefars Augen, als wir ihn die Gänge entlang und vorbei an Schwestern und Ärzten nach draußen schoben. Ein Triumph, als habe er mit diesen Ärzten um sein Leben gekämpft und als habe er gewonnen. Zu Hause angekommen, überrascht mit Tante Torvay beim Ausräumen der Zimmer, und als sie wieder Kontrolle über ihre Mimik hatte, fauchte sie meinen Vater an. Du machst meine ganze Planung kaputt.
Meine Tante hat meinem Vater nie verziehen, dass Bestefar die Dreistigkeit besaß, noch 12 weitere Jahre zu leben. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, immer mehr Menschen werden immer älter und das ist gut so. Und es ist eine Errungenschaft von medizinischer und sozialpolitischer Entwicklung. Das stellt uns vor besondere Herausforderungen. Manche nennen es Probleme. Älter werdende Menschen sind keine Probleme, sondern Teil des Ganzen mitten in der Gesellschaft mit ungeheuren Erfahrungen und vielen Kompetenzen, die es zu nutzen gilt. Franz Müntefering. Liebevoll auch Münte genannt, von wenigen. Vor circa einem Jahr, hatte ich schon erzählt, wurde die Idee zu dieser Veranstaltung geboren. Wir trafen uns damals in Sankelmark bei den Nordischen Hospiztagen und eigentlich muss ich ihn gar nicht vorstellen, jeder kennt ihn. Das SPD-Urgestein. Ihm nehme ich immer das Glück auf, ganz besonders ab. Du warst 37 Jahre Abgeordneter des Deutschen Bundestages, Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Bundesminister für Arbeit und Soziales, Vizekanzler, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und Bundesvorsitzender der SPD. 79 Jahre alt, du siehst gut aus, seit 2013 im politischen Ruhestand, aber auch nur im politischen. Denn du bist immer noch äußerst aktiv, wir nennen es eher Unruhestand. Präsident, Ralf hat es schon gesagt, Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation BAXO, im Beiratsvorsitzender des Berliner Demokratieforums, Co-Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft e.V. und Botschafter des Landessportbundes in Nordrhein-Westfalen. Jetzt hat er das gemacht, was er eigentlich nie wollte, von dem er immer gesagt hat, nie werde ich ein Buch schreiben, nämlich jetzt hast du ein Buch geschrieben. Ein Buch über das Älterwerden unterwegs, heißt es, weil es nicht von Stillstand und Rückzug handelt, sondern von Bewegung und von Begegnung. Franz Müntefering hat sich Gedanken darüber gemacht, wie jeder Einzelne und wie wir als Gesellschaft mit dem Älterwerden umgehen können. Schon heute sind in Deutschland etwa 5 Millionen Menschen über 80 Jahre alt, heute, und in ein paar Jahren werden es doppelt so viele sein. Wie wollen wir den Alltag meistern? Wie wollen wir leben? Wo können wir uns einmischen, die Dinge selbst in die Hand nehmen? Was für eine Welt wollen wir den Jüngeren hinterlassen? Dein Buch ist gedruckt, druckfrisch quasi, und wir haben die Möglichkeit, Sie haben die Möglichkeit, ich habe schon Bücher gekauft, Sie haben nachher die Möglichkeit, draußen auch Bücher zu kaufen. Wir haben einen Bücherstand eingerichtet. Das ist Franz ein bisschen peinlich gewesen in seiner Bescheidenheit. Darum bitte ich zu verzichten, aber es ist ein hinreißendes Buch. Ich habe mich da schon ein bisschen eingelesen. Und ich freue mich jetzt ganz besonders auf deinen Vortrag und auf die anschließende Diskussion. Du hast das Wort, Franz. Ja, lieber Ralf Stegner, liebe Birte, liebe Gerlinde, liebe Mitglieder der SPD-Fraktion Schleswig-Holstein, liebe Gäste, aber einmal muss es sein, für alle, die rechtgläubig sind, liebe Genossinnen und Genossen, grüße euch alle ganz herzlich, freue mich, dass ich hier dabei sein darf und etwas sagen. Ich bin ja Vorsitzender dieser BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Die meisten haben das schon mal gehört, oder was ist das eigentlich? Das ist ein Verband, der besteht nicht aus Einzelmitgliedern, sondern hat nur Organisationen als Mitglieder. Dazu gehört auch 60+, dazu gehören aber auch die Seniorenorganisationen anderen Parteien, der Kirchen, der Gewerkschaften, Selbsthilfegruppen, Sozialverbände, VDK und andere, die gehören alle dazu. In diesen 120 Mitgliedern, die wir haben, sind etwa 8 bis 9 Millionen Mitglieder, unserer Mitglieder.
Mir geht es deshalb relativ gut, weil ich noch nie Vorsitzender von so einem großen Verein war, der jedes Jahr ohne Werbung immer größer wird für die nächsten Jahre. Also das ist schon gesichert und deshalb bin ich da auch gerne unterwegs und aktiv. Und der Titel dessen, was ich heute hier sage, ist der Überschrift, der Arbeitsüberschrift der BAXO entnommen. Die heißt im vollen Wortlaut: Wie wollen wir leben? Heute, morgen und übermorgen? Und was können wir dafür tun? Also das ist nicht nur das Leben wollen da drin, sondern auch die Perspektive für morgen, übermorgen. Es ist wichtig, dass die Alten das auch sagen. Wir wollen nicht nur für uns, sondern wir wollen auch für die Kinder und die Kindeskinder und die Kindeskinder der Kindeskinder und so weiter, dass die Welt besteht und dass sie leben können. Und wir fragen uns, was wir tun können. Wir sagen nicht nur, macht mal für uns, sondern wir sagen, wir können auch mitmachen dabei und das wollen wir auch tun und das alles steckt da drin. Ja, das ist nicht neu. Früher im Dorf sagten die Menschen, übers Altwerden musst du dir keine Gedanken machen, alt wirst du von alleine. Das war aber damals falsch, ist auch heute falsch und das wird immer falscher, weil das Altwerden, das Ältersein immer größer wird. Das war aber 1960, so bei 65, 68 Lebenserwartung. Wir sind heute bei 80. Das steigt auch noch weiter. Die Frauen leben übrigens so 3-4 Jahre länger als die Männer, liebe Birte. Sagen uns nicht, wie man das macht, kriegen wir auch noch raus. Wollen wir natürlich auch haben, ist ja überhaupt nicht einzusehen, dass wir eher gehen sollen. Kurz, es geht weiter mit dem Älterwerden. Alle, die sich damit beschäftigen, sagen uns, ja, wir gehen auf die 85 zu. Das wird in wenigen Jahren so erreicht sein. Also könnte man sagen, das gab es ja alle schon immer und weshalb, was ist denn eigentlich neu daran? Das Altwerden ist nicht neu, aber die Lebensumstände, die Bedingungen, unter denen wir alt werden, die sind anders, als sie jemals gewesen sind. Das ist nicht eine Frage von schlechter oder besser, sondern anders. Dieses Anders, da kann man lange drüber sprechen, ich will nur ein paar Punkte aufzählen, die aber alle von erheblicher Bedeutung sind. Erstens eben das individuelle Lebensalter. Dann die veränderte Altersstruktur, die sich daraus ergibt, dass wir so unterschiedliche Geburtenraten haben in den verschiedenen Zeiten. 1950 bis 1964, die sogenannten Babyboomer, hohe Geburtenzahlen, das war kurz nach dem Krieg, da war Nachholbedarf oder was auch immer, jedenfalls viele Kinder. 1964 in Ost und West zusammen 1,4 Millionen Geburten in Deutschland. 1970 700.000 Geburten in Deutschland. Wir sind jetzt bei 600 und so viel Tausend und wenn die Fertilität nicht steigt, also die Zahl der Kinder je Frau im bestimmten Lebensalter, dann geht das weiter runter auf 500.000 oder 520.000. Das führt dazu, dass im Moment in Deutschland geht es da etwa 250.000 Menschen mehr sterben als geboren werden und das führt auch dazu, dass die Altersstrukturen sich verändern mit erheblichen Wirkungen für die sozialen Sicherungssysteme, für den Arbeitsmarkt, für das Zusammenleben in der Gesellschaft insgesamt. Das ist eine tiefgreifende Veränderung, ähnlich wie die in den Familien. Eben nicht mehr 3, 4, 5 Kinder. Meine Mutter war noch 13, heute 1 oder 2. Aus meiner Klasse studierten 4, heute studiert die Hälfte. Die meisten machen das Abitur mit 1, das kann ich nicht beurteilen, aber das nehme ich mal so zur Kenntnis, dass das alles in Ordnung ist. Die Mädchen machen jedenfalls das bessere Abitur und dann nach dem Abitur sind die weg an der Uni. Die Jungs sind noch bei Mama ein Jahr, warten mal ab, was so kommt, dann gehen die auch los. Dann treffen die sich an der Universität wieder und dann entscheiden viele, gut, wir schmeißen zusammen, aber wir ziehen nicht dahin, wo du herkommst oder da du herkommst, sondern die sind irgendwo anders. Das heißt, es gibt immer mehr Familien, wo 2 übrig bleiben, die Eltern. Und die können miteinander, Familie ist der Kern der Gesellschaft, aber man wohnt nicht am selben Ort, man nicht im selben Haus. War bei uns noch üblich im Sauerland, 2, 3 Generationen in einem Haus, immer. Und ich sage mal ganz vorsichtig, nur schön war das auch nicht. Also das war auch manchmal Rangeleien dann, aber heute... Man telefoniert, aber man ist nicht da, wenn sozusagen Not am Mann ist. Eine große Veränderung, die ja für das Leben von ganz erheblicher Bedeutung ist. Es ist eine große Veränderung
in der Dynamisierung in unseren Städten und in den Dörfern oder in der Fläche. Das ist nicht so einfach zu beschreiben mit groß und klein, sondern das hat dann mit vielen Sachen zu tun. Jedenfalls die Binnenwanderung des Landes geht auf attraktive Orte. Das können auch mittelgroße Städte mit attraktiven Universitäten sein, wie Münster oder Jena, aber es geht auch auf die großen Städte. Und das führt zu einer großen Verschiebung in der Balance in unserer ganzen Struktur. Die großen Städte wachsen mit einer hohen, höchsten Dynamik, auch noch oft unterstützt von Politik. Das muss man alles darauf konzentrieren. Und in der Fläche und in den kleineren passiert weniger. Und das ist eine erhebliche Verschiebung, die da ist, die sich übrigens auch in Grundstückspreisen und Immobilien erheblich niederschlägt. Mein elterliches Haus in Sundern im Sauerland, wenn ich das verkaufen würde, 800 Quadratmeter, da kriegst du 60.000, 70.000 für. Wenn das Haus in Bonn stünde, kriegte ich das 10-fache, in Berlin das 15-fache. Wenn du an der richtigen Stelle Grundstück hast, wirst du, ohne dass du was tust, Millionär. Wenn du an bestimmter anderer Stelle das Grundstück hast, wirst du ja, normaler Einkommensmann oder nachher ist nichts mehr wert. Es gibt schon genug Häuser in Deutschland, da hängt ein Schild dran zu verschenken. Und diese Tendenz nimmt zu. Damit muss man sich auseinandersetzen. Die Binnenwanderung in Deutschland ist größer als alles, was wir von außen erleben. Es sind jedes Jahr 1 Million Menschen, die ziehen um von einem Ort ins anderen oder von einer Straße in den anderen. Wir wissen das gar nicht. So genaue Statistiken haben wir gar nicht. Wir haben auch nicht die Motive. Jedenfalls mit einer eindeutigen Tendenz in bestimmte attraktive Stellen und in bestimmte andere nicht, wo auch weggezogen wird. Eine große Veränderung, die in der Gesellschaft da ist. Die Sache mit den Fachkräften, wo kommen die nach? Im Moment haben wir so, dass 1,1 aus der Schule kommen, einer kommt ins Rentenalter. Diese 1,1 können aber nicht die Rentenversicherungsbeiträge zahlen oder können sie zahlen, aber nicht so viel, dass man davon eine Rente zahlt, ganz klar. Also die Frage, wie löst man dieses Problem eigentlich? Aber die Frage ist auch, wer kommt denn eigentlich nach in den Jobs? Und die Frage mal auch bei Sozialdemokraten, wer kommt eigentlich in den dualen Berufen nach in den Jobs? Dass man an der Uni studieren kann, wissen alle, aber zu wenige wissen heute noch, dass man in dualen Berufen, in dualer Ausbildung eine gute Lebenschance haben kann und auch noch studieren kann und Verbundstudium obendrauf machen und möglicherweise mit 27, 30 richtig im Job ist, wo andere das zweite Studium zu Ende haben, aber noch nicht immer so ganz genau wissen, wo das Leben eigentlich hingehen soll. Ja, das ist ja nicht selten. Und wir haben ganz viele gebildete Taxifahrer in Deutschland, aber davon haben wir jetzt genug. So, wir lassen uns mal überlegen, was wir den jungen Leuten wirklich sagen. Wo sind ihre Lebenschancen? Wo sind die Lebenschancen? Wir haben eine große Debatte auch im Deutschen Bundestag wert zu der Frage, wo sind die Chancen in den Berufen eigentlich für die Zukunft? Berufsförderung, Berufsorientierung, ganz, ganz wichtiges Thema. Denn da fängt das Leben an. Und das sagen wir auch in der BAXO. Wir vertreten die Interessen der Älteren, aber wir wissen, den Alten wird es nur gut gehen, wenn es auch den Jungen gut geht und wenn die dafür sorgen, dass wir mit Wohlstand weiterleben können. Wir haben enge Beziehungen zum Deutschen Bundesjugendring und zu vielen anderen Organisationen, auch der Jugendlichen. Wir machen nicht Generation gegen Generation, das ist völliger Quatsch, auch wenn welche im Land davon immer unterwegs sind und reden, sondern wir wissen, wir sind alle aufeinander angewiesen, die Jungen auf die Alten auf die Jungen. Und wir flapsen dann auch ein bisschen rum, was ist eigentlich alt und ja, wie geht man eigentlich damit um. Ich war im letzten Jahr bei einer bekannten Frau in Köln, den Namen sage ich aber jetzt nicht. Jedenfalls, als ich reinkam, hat sie mich sofort angemacht, hat gesagt, Seniorin, so ein Quatsch, so ein Titel, dass sie in so eine Organisation gehen. Ich will nicht, dass einer zu mir Seniorin sagt. Überlegen Sie mal ein anderes Wort. Ja, überlegen Sie mal, sagen Sie mal, was ist ein anderes Wort für Seniorin? Ich habe gesagt, ja, mir fällt nur Alter ein. Das wollte es aber auch nicht. Er sagt, nee, soll man weiter überlegen, soll man gucken, ob Ihnen noch irgendwas anders einfällt. Also, das ist so, die 17-jährigen Jungs wollen alle bei den Senioren spielen. Fußball, da bist du vollwertig bei den Senioren. Mit 32 wollen sie bei den alten Herren spielen. Mit 50 wollen sie Jungs sein und dann wollen sie nicht mehr so gerne alt sein oder älter werden. Und deshalb sind wir in unserer Sprache noch so ein bisschen unklar. Die Älteren, das lässt man schon mal zu. Bist du älter? Ja. Die Älteren sind jünger als die Alten, was ja eigentlich mit der deutschen Sprache nicht so ganz übereinstimmt. Du wirst erst älter, dann wirst du alt, dann wirst du aber vielleicht noch mal älter. Und dann wirst du hochaltrig. Da kommt da oben drauf. Da kann sich jeder aussuchen, wo er zugehören will in diesem ganzen Palaver. Mir ist das völlig egal. Ich bin 79, ich bin alt. Sagen die Journalisten, fühlen sich nicht ein bisschen jünger? Nee, ich
weißt du, wie alt ich bin, was soll dieser Quatsch? Ich bin gerne 79, ich will ja alt werden und deshalb fühle ich mich nicht jünger, als ich bin. Das ist völliger Unsinn. Ich weiß, du kannst mit 79 nur ganz gut drauf sein. Und das ist eigentlich das Gute an der ganzen Sache, weshalb sollte ich mein Alter da ignorieren. Also mit 79 ist man ganz sicher alt. Also das sind die großen Veränderungen, über die wir sprechen müssen, über das Wohnen ganz sicher auch noch. Es gibt viele Städte, 1% Ein-Personen-Haushalte. Berlin über 50%. Die Hälfte davon, Junge, muss man sich, Studenten, muss man sich keine Sorgen drum machen. Die andere Hälfte, zur Hälfte Ältere, die alleine sind und zum Teil bitter einsam. Kommen da gleich noch mal ein bisschen drauf. Eines der größten Probleme, was wir haben. Und ich glaube, das landet irgendwann dabei, dass wir eine zugehende Sozialarbeit machen müssen, um zu klären, wer diese Menschen eigentlich sind. Wir können nicht einfach sagen, stören wir uns nicht, guck mal zu. Wenn du alleine bist, und das passiert bei diesen Paaren, wo dann einer oder eine verstirbt, sehr oft ist die Frau alleine dann, so, wenn du morgens wach wirst und da ist kein Mensch da, der auf dich wartet, es kommt auch keiner, du begegnest keinen, du musst dich nicht schön machen, du musst die Haare gar nicht machen, du musst dich auch um gar nichts kümmern, es kommt sowieso keiner, du bist alleine und einsam. Essen kommt auf Rädern, steht mittags auf der Haustreppe, die Kartoffeln sind püriert, kauen musst du auch nicht mehr. Dann ist dann wirklich ein Stadium erreicht, ja, so ist das Leben, das ist nicht toll. Also sind die alle nicht verrückt darauf, dieses zu erleben, und da muss man sich was anderes dann ausdenken. Wie kann man eigentlich damit umgehen, was kann man eigentlich tun, um diesen Menschen Mut zu machen und das Ganze wieder ein Stück weit nach vorne zu bringen. In dieser Wohnsituation, in denen wir da sind, und viele gehen in stationäre Einrichtungen, nicht weil sie eigentlich müssten, sondern weil sie einfach soziale Kontakte haben wollen, eine Grundlage haben wollen, um mit anderen Menschen zusammen zu sein und nicht alleine sein. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Aber zu den großen Veränderungen gehören halt auch die Außenwanderungen. Und zu einer ehrlichen politischen Debatte gehört die Wahrheit, dass die demografische Entwicklung auf der Welt völlig anders verläuft als die, die wir in Deutschland erleben. Als ich in der Schule war, 1950, habe ich gelernt, wir sind also im Jahr 800 ist Karl der Große zum Kaiser gekrönt worden und wir haben 1,8 Milliarden Menschen, das war für immer, das stand auch in den Büchern, das mussten wir lernen. Mit Karl dem Großen, das stimmt noch, aber mit den Einwohnern nicht mehr. Wir sind nicht mal 1,8 Milliarden, sondern 7,5. Und wir werden nach normalem Verlauf der Dinge bei 2050 bei 9,5 bis 10 Milliarden Menschen sein. Und die Frage, die sich eigentlich stellt für den Planeten ist, kann der Planet eigentlich 10 Milliarden Menschen ernähren und kann es dabei friedlich bleiben? Ich will das nicht zu Ende diskutieren, ich will nur sagen, die Angst vor solchen Sachen, sie überhaupt anzusprechen, ist schon ein Verhängnis, weil die Menschen wissen das, die lesen das, die setzen sich damit auseinander und fragen, wie geht denn das eigentlich weiter auf der Welt insgesamt, wie wird das eigentlich sein, was kann man da eigentlich tun? Die Außenwanderungen waren bei uns bis vor etwa 8-9 Jahren ziemlich ausgeglichen. Etwa 600 bis 800.000 gingen aus Deutschland raus und 600 bis 800.000 kamen rein. Über die, die weggehen, sprechen wir nie. Das sind meistens sehr viel besser ausgebildet, als die, die kommen. Das ist also eine stille Entwicklungshilfe, die wir machen. Ich sage auch nichts dagegen. Ich will nur sagen, das war immer recht ausgeglichen. Das ist jetzt ein bisschen unausgeglichen gewesen in den letzten Jahren. Aber keineswegs so, dass das unsere demografische Entwicklung in irgendeiner Weise tiefgreifend verändern würde. Das ist nämlich überhaupt nicht da. Das sind andere Probleme, die da sind, die ich auch nicht gering achte, aber die ganz eindeutig da sind. Europa, wie wird es mit Europa weitergehen? Die Menschen aus Europa kommen zu uns, wir gehen auch in Europa, in die anderen Länder rein und das ist ja Gott sei Dank eine Entwicklung gewesen, wo wir, unsere Generation, sich gefreut hat, dass dieses Europa möglich war. Und ich will sonst nicht die handfesten politischen Dinge hier ansprechen, aber wir haben am 26. Mai Europawahl. Und unsere Generation ist die Generation Europa. Wir haben das erlebt. Ich war 5 oder 6, als der Krieg vorbei war, 5, als der Krieg vorbeiging. Und dann hat man erlebt, ja, dann wurde darüber geredet, da werden die Grenzzäune abgebrochen und dann zieht man zusammen und dann macht man Europäische Union und dann kann man von einem Land ins andere reisen und man fragt sich, ja, wieso ist das nicht eher gemacht worden? Und inzwischen ist das selbstverständlich geworden. Wir haben seit 74 Jahren an dieser Stelle in Europa keinen Krieg mehr gehabt. Das hat es noch nie gegeben. Solange man überhaupt nur zurückgucken kann. Und deshalb müssen wir Älteren es auch den Jüngeren sagen, gerade in diesen Wochen,
vor dieser historischen Wahl. Leute, geht dahin und sorgt dafür, dass die demokratischen Gruppen dranbleiben, dass die weiter Europa gestalten können, damit das Europa so wird, wie es bei uns im Grundgesetz steht. Es soll denselben Grundlagen entsprechen und Werten genügen, wie wir auch kennen. Aber macht er an der Stelle einen Punkt. Nur das ist keine Kleinigkeit, denn ob eine Wahl historisch war, das erkennt man meistens immer hinterher, aber es riecht sehr danach. Es riecht sehr danach, dass wir ganz schön aufpassen müssen an diesem Tag. Und keiner sollte, wie beim Brexit, erstmal die Jungen oder wen auch immer wählen lassen und dann nachher ist dies oder jenes passiert. Ja, das ist die Grundlage für das, was wir bei der BAXO versuchen zum Thema zu machen. Und wir haben dann drei Ansprechpartner, auf die das Ganze sich bezieht. Das ist erstens der Staat, die große Politik sozusagen, Bund und Länder oder auch Europapolitik. Das ist zum Zweiten die Gesellschaft, da zähle ich mal die Kommunen mit dazu. Und das sind zum Dritten die Menschen selbst. Und die Frage ist, was können die eigentlich im Einzelnen tun? Wie muss das zusammenwirken, damit daraus was Gutes entsteht? Und dazu will ich Anmerkungen machen. Der Staat muss vor allen Dingen für Nachhaltigkeit sorgen. Er muss den Sozialstaat sichern, so wie er sich aus dem Grundgesetz raus ergibt. Aber er muss auch dafür sorgen, dass diese demografische Entwicklung im Lande geleistet werden kann und dass die Menschen keine Sorge haben müssen, keine Angst haben müssen davor. Und deshalb will ich sagen, das, was die Koalition jetzt macht, dass nämlich im Sommer die Kommission zur Pflege und die Kommission zu den gleichwertigen Lebensbedingungen allen Landesteilen, dass die Programme vorlegen wird, wichtig ist. Und ich hoffe, dass die wirklich an den Kern der Probleme gehen. Die konzertierte Aktion Pflege, Spahn, Giffey und Heil und das andere machen Seehofer und Giffey und Klöckner. Das sind zwei Riesenprobleme, vor denen wir stehen, die ich eben auch schon ein bisschen mit angesprochen habe, die wichtig sind. Und wir müssen dann daran gehen, in dieser Legislaturperiode auch zu guten Ergebnissen zu kommen. Nicht nur sagen, da ist ein Problem und das müsste man jetzt mal versuchen, so oder so zu lösen, sondern wir müssen es machen. Wir haben nicht viel Zeit. Die Zeit läuft uns weg. Wir müssen etwas tun. An der Stelle überhaupt keine Frage. Wir müssen den Menschen sagen, wie das eigentlich mit der Sicherheit im Alter weitergehen wird. Und da sind noch ein paar Dinge gerade zurück und das ist ganz klar. Wir haben die Grundsicherung 2003 in Kraft gesetzt. Da geben wir so 5 bis 6 Milliarden aus jedes Jahr auf der Bundesebene dafür, aber das ist gut ausgegeben. Der Beschluss damals hieß, die Kinder werden nicht mehr in Anspruch genommen für die Finanzierung des alten Teils der Eltern gewissermaßen. Das war damals noch so und das ist auch richtig so gewesen und da muss man weiterarbeiten, muss das neu justieren. Überhaupt gar keine Frage. Wir müssen aber auch den Menschen noch mal sagen, wie geht das eigentlich mit der Rente insgesamt weiter? Wenn die diese Zahlen hören, wie viel wachsen danach und wie geht das eigentlich, dann sagen die ja, wie soll denn das eigentlich zum guten Schluss dann funktionieren? Denn wie gesagt, die Babyboomer kommen jetzt ins Rentenalter und 2032 sind die alle im Rentenalter und die leben dann auch noch lang und das kostet ja auch noch. Die Rentenversicherung kann gesteuert werden durch die Beiträge, vielleicht auch durch die Beitragsbemessungsgrenze, durch das Rentenniveau. Es ist ganz erheblich, wie hoch die Löhne eigentlich sind. Danach richten sich die Beiträge. Wie ist das eigentlich insgesamt? Und dann gibt es darüber hinaus den Beschluss von 2000, 2001 in dem zuständigen Rentengesetz. Wenn aus demografischen Gründen dieses Geld nicht reicht für die Finanzierung der Renten, dann muss die Bundeskasse für die demografischen Fragen eintreten. Das tun wir heute schon. Wir geben etwa 90 Milliarden aus im Jahr aus der Bundeskasse in diese Kasse der Rentenversicherung, um das bezahlen zu können. Sonst wären die Renten nämlich ein ganzes Stück niedriger oder die Rentenversicherungsbeiträge wären nicht bei 18,7, sondern bei 24 oder 25%. Was man nicht will und was man auch nicht wollen kann, weil sonst die Arbeit zu teuer würde und mit all den Folgen, die dazugehören. Also ist die Lösung, die da im Kopfe war und die auch im Kopfe ist und die auch die einfachste ist und die leichter ist als alle anderen Dinge, die man sich vorstellt, die man auch noch machen könnte, man muss das nötige Geld in die Kasse kriegen. Und die Frage ist, wie macht man das? Und da fällt einem ein, die Vermögensteuer und auch die Erbschaftssteuer im bestimmten Umfang, aber auch Sachen wie Finanztransaktionssteuer und Digitalsteuer. Wir haben auf dem Moment auf der Welt ein Missverhältnis größten Ausmaßes darin, dass größte Unternehmen, auch solche, die in Deutschland
zwar nicht sitzen, aber große Wirkung haben, Riesengewinne machen, Milliardengewinne machen, aber keine Beiträge zahlen für die sozialen Gegebenheiten. Der kleine Unternehmer, der Handwerker, der 4 Leute beschäftigt, der zahlt Arbeitgeberversicherungsbeiträge. Das schlägt er in seine Kalkulation um und dafür kriegt er auch einen Preis, alles klar, aber er bezahlt es. Die Großen bezahlen das nicht, die sind draußen. Und das ist ein so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, da zeigt sich, wir werden nur bestehen können in dieser so international gewordenen Welt, in dieser globalen Welt, wir werden nur bestehen können, wenn wir an diesen Stellen die Hebel ansetzen und wenn wir uns einig sind, mindestens in Europa einig sind, das wäre eine Größenordnung, die das machen kann, dass wir an die Finanztransaktionssteuer rangehen können. Das ist die einzige Stelle, die Spekulation mit Geld nämlich, darum geht es, die einzige Stelle, für die keine Steuern gezahlt werden muss. Und was da passiert im Moment, das sieht so aus. 2010 war eine Aktie im Schnitt 22 Monate an derselben Stelle. Das sind heute noch 6 Sekunden. Das wird mit Algorithmen gemacht. Das machen nicht mehr Menschen. Das sind Maschinen, die prüfen, wo das Geld am besten eingesetzt wird auf der Welt. So, und keiner hat die Macht, das zu kontrollieren und aufzuhalten und denen die Steuern abzunehmen. Und das ist das, was wir klären müssen. Das ist Finanzkapitalismus en gros. Und der ist international. Der ist international. Und den kriegen wir nur. Den kriegen wir nur in den Griff, wenn wir nicht jedes Land für sich das macht. Manche sagen, da muss Deutschland das halt machen. An dem Abend, wo wir das machen, sind wir fertig. Da kommt kein Geld mal rein und kein Geld mal raus. Wir haben nicht die Druckknöpfe, um das Geld zu bewegen in Deutschland. Das heißt, da muss Europa eine solche Dimension sich zusammentun und muss auf der Welt versuchen, die Dinge zu bewegen. Daran müssen wir denken, wenn es um Geld geht auf der Welt. Das ist da, da muss man keine Angst davor haben. Das muss niemandem schlecht gehen, aber wir müssen den Mut haben, diese Dinge auch anzustoßen und dafür zu sorgen, dass sie wirklich in Bewegung kommt. Aus meiner Sicht wäre das Schönste und das Beste, was wir machen könnten, eine Gemeinschaftsaufgabe für diese Herausforderung der Demografie, der Binnenwanderung und der Integration. Das Grundgesetz sieht solche Gemeinschaftsaufgaben vor für bestimmte Tatbestände. Das gibt es auch für Küstenschutz und für andere Dinge auch, gibt es immer mal wieder. Das ist nicht beliebt, das Instrument. Aber die Aufgaben, die wir jetzt von uns haben, hängen sehr eng zusammen. Und sie brauchen die nächsten 2, 3 Jahrzehnte, ehe sie gelöst sind. Diese demografische Kurve wird sich erst abflachen 2045, 50 in der Zeit, weil da eben sozusagen die natürliche Kurve da ist und dann gleicht sich das alles wieder an. Aber diese 20, 25 Jahre, die müssen wir gut hinkriegen. Und es wäre gut, wenn Bund, Länder und Gemeinden den gemeinsamen Weg fänden, um das auch zu gestalten. Da bin ich beim Punkt B, bei der Gesellschaft, bei den Kommunen. Es gibt reiche Kommunen und arme Kommunen. Wenn du in einer armen Kommune wohnst, bist du eben ärmer dran, als wenn du in einer reichen Kommune wohnst. Das ist so. Und das ist nicht die Schuld der Kommunen. Ich komme jetzt aus dem Ruhrgebiet hierher und ich sehe jetzt, was im Ruhrgebiet da los ist. Wir haben uns nach 1945, haben die uns mit Kohle und Stahl sozusagen den Wohlstand organisiert. Das war auch deren Auftrag. Die haben auch gut verdient daran. Bayern war damals ein armes Agrarland. Die bekamen 35 Jahre lang aus dem Länderfinanzausgleich Geld. Damit haben die gut gearbeitet, haben sie gut angelegt, völlig unbestritten. Nur wenn ich heute so reden höre über Gemeinden oder Regionen, denen es schlechter geht als den anderen, also wenn das an denen liegt, die da wohnen, dann sage ich, Leute, erinnert euch nochmal, wie das alles gewesen ist. Die uns da geholfen haben und hoffentlich, sag ich mal, werden nicht die Autos bauen, irgendeines Morgens wach und da ist ganz was anderes in der Welt unterwegs und sie kommen selbst in Schlingern. Ich wünsche uns sehr, dass unsere Industrien, die wir in Deutschland haben, erhalten bleiben. Aber ich sage auch, guckt euch um und seht, wie belastet und wie fragil solche Dinge insgesamt sein können und auch werden. Und deshalb nochmal, wir müssen dafür sorgen, dass nicht die Kommunen oder die Länder oder die Landesteile, denen es schlechter geht, dass sie nicht beiseite geschoben werden, sondern die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist etwas, was aus dem Grundgesetz ableitbar ist und was auch gewährleistet sein muss. Und dazu müssen die Kommunen in Stand gesetzt werden, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Das ist ganz klar. Es gibt den 7. Altenbericht aus der letzten Legislaturperiode. Der ist ins Regal gestellt worden und alle, die da zu tun haben, sagen, guck mal, wir haben so einen schönen Bericht gehabt, das ist schön, aber der muss jetzt mal beraten werden. Und zwar im Deutschen Bundestag von den Fraktionen und auch vom Bundestag. Der Gericht, dieser Bericht sagt nämlich im Grunde, im Kern, das ganze Thema der Altenhilfepolitik und der Altenfürsorge wird nur funktionieren, wenn ihr die Kommunen stärker ins Boot holt dabei.
Das kannst du nicht mit Gesetzen von oben alleine machen, sondern du musst in den Kommunen die nötigen Impulse haben. Und das geht nur, wenn du die Kommunen instand setzt. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen Alt und Jung, und den darf man auch ansprechen, weil der ist ja real da und der hat auch seine Geschichte. Jeder Ratsausschuss, also jeder Rat, hat einen Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Muss er haben. Es gibt keinen Altenhilfeausschuss. Muss er auch nicht haben. Weil bei den Jugendlichen gab es viel und die Gemeinden müssen gucken, gibt es eigentlich hinreichend viele Kita-Plätze, gibt es Schulplätze, was ist in den Familien los, wo müssen wir uns einsetzen bei der Jugend, was müssen wir eigentlich tun für die, muss er. Für die Alten ist die Kommune nicht zuständig, außer es gibt einen Artikel 28 Grundgesetz, da steht drin, sie sind für alle verantwortlich, die in ihrer Gemeinde wohnen. Wenn sie aber kein Geld haben, hat der Kaiser das Recht verloren. Dann können sie noch so schöne Vorstellungen haben, können sie aber nichts mitmachen. Also ist die Frage, die wir uns bei der BAKSU stellen, müssen nicht eigentlich die Kommunen bestimmte Aufgaben bekommen? Das müssten dann aber der Bund und die Länder beschließen und man müsste ihnen dafür dann auch das Geld geben und die Aufgabe, dieses zu erfüllen. Was könnte das eigentlich sein? Das muss kein Riesenkomplex sein, aber bestimmte Dinge, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind. Wir haben ein Gesetz, das sagt, dass alle Menschen, die darauf angewiesen sind, einen Anspruch auf spezialisierte, ambulante Palliativversorgung haben. Das ist Hospiz und Palliativ. Das gibt es in großen Städten meistens, nicht in allen Stadtteilen. Das gibt es auf der Fläche teils, aber teils auch nicht. Wenn kein Palliativarzt da ist, wenn keine Palliativdienste da sind, kriegst du das eben nicht, je nachdem, wo du lebst. Das ist ein Ungleichverhältnis von erheblichem Ausmaß. Da geht es nämlich um Menschen, die konkrete Schmerzen haben und die Probleme haben. Und ich bin dafür und wir sind dafür, dass das geregelt wird und das klargestellt wird. Alle haben den Anspruch darauf und sie sollen das auch haben. Also müsste man, wenn man den Kommunen sagt, ihr müsst dafür sorgen, dass das kommt und dann ihnen auch die nötige Unterstützung dafür geben, um das hinzubekommen, das wäre schon eine große, wichtige Sache. Den zweiten Punkt, den ich da nennen will, ist die Sache mit der Demenz, wo alle Angst haben, wo wenig darüber gesprochen wird, aber natürlich eine Herausforderung auch für die kommende Zeit, weil wir genau wissen, das steigt mit steigendem Alter und bis heute haben die auch noch nichts gefunden, wo man wirklich sagen könnte, so, damit halten wir es auf, damit kurieren wir es, das ist alles weit weg. Also, wer informiert, wer berät, wer unterstützt die Menschen bei dieser Herausforderung, denn Demenz ist eine Krankheit und eine Pflegebedürftigkeit von ganz besonderer Art. Ich treffe immer mehr auf die Krankenhäuser, wo dann Menschen eingeliefert werden, die haben sich das Bein gebrochen oder was, durch Stürze. Und wenn die da sind, dann stellen die nach einem Tag fest, oh, das ist nur das zweite Handicap. Das erste ist der Kopf, die kognitiven Fähigkeiten. Und wenn du 5 oder 10 solcher Leute im Krankenhaus hast, dann ist aber die Panik da im Saal. Das ist klar, weil du im Krankenhaus, das ist ja durchorganisiert. Das ist wie ein großer Betrieb. Und wenn du da welche hast, die du rational nicht erreichen kannst und die tauchen dann plötzlich im Operationssaal auf oder irgendwo in einem anderen Zimmer, dann ist aber natürlich was los. Das passiert auch da alles. Und die Frage ist, wie geht man eigentlich in den Orten damit um? Was macht man eigentlich? Wie informiert man da an der Stelle? Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ich da mit Leuten spreche, dann sagen die Paare, ja, wenn einer von uns betroffen wird, wir helfen uns gegenseitig. Und manche sagen dann, ich opfere mich. Da sage ich, lass das sein. Lass das sein. Pflegen, das ist kein Kinderspiel. So wie Kinder erziehen auch nicht. Sondern das ist schon etwas, wo man auf jeden Fall dafür sorgen muss, dass die gut informiert sind, dass sie gut beraten sind und dass sie auch wissen, dass eine sinnvolle, schnelle Diagnose vernünftig ist. Weil es gibt verschiedene Formen von Demenz. Das wissen die wenigsten, etwa 2/3 des Alzheimer. Da haben wir noch nichts, aber die anderen, das sind vaskuläre Formen und da kannst du durchaus ausbremsen und kannst helfen dabei. Die Vorstellung, dass nicht richtig diagnostiziert wird und einer vegetiert dahin und eigentlich hätte man ihm helfen können, finde ich ein bisschen gruselig. Und das ist auch etwas, was man nicht akzeptieren kann. Und das gibt es auch in Altenheimen. Und das gibt es auch zu Hause. Und deshalb muss man an der Stelle sagen, wir müssen auch eine Form finden, um uns mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Wir machen als BAKSU jetzt ein Netzwerk für 500 Kommunen mit Menschen, also lokale Allianzen mit Menschen mit Demenz. 500 gibt es in Deutschland schon, die prüfen, was kann man eigentlich vor Ort tun, die arbeiten seit 6 Jahren. Aber da stoßt man wieder an so ein Ding, was für Deutschland auch typisch ist. Die 600 haben jetzt gearbeitet, gute Ergebnisse. Jetzt hört der Bund auf mit der Förderung und sagen, ihr seht, es geht, jetzt macht das mal überall. Wir brauchen aber nicht 600, sondern 12.000.
Das ist so wie mit Mehrgenerationenhäusern. Das sind ganz tolle Dinger. Die klappen, die funktionieren, da treffen sich die Menschen, da werden sie beraten, da kommen die Kinder dazu, da hilft man sich so. 450 davon gibt es. Und die alle sagen, das funktioniert. Ich sage, ja, das funktioniert, dann macht sie doch überall. Aber nee, da will weder Bund noch Länder noch irgendeiner ran und die Kommunen können nicht und vielleicht manche Länder auch nicht. Aber das sind alles Dinge, wo wir geforscht haben, wo wir Erkenntnisse haben, wo wir ganz praktische Erkenntnisse haben, wo trotzdem nicht die nötigen Schlüsse daraus gezogen werden, wo wir glauben, dass man ein bisschen mehr Druck machen kann und ein bisschen mehr Druck machen muss. Und das wollen wir von der BAKSU aus versuchen, auch nach vorne zu bringen. Der letzte Punkt, die Menschen selbst, Lebensqualität, bin ich bei dem, was ich zu Beginn gesagt habe. Es ist nicht egal, wie Menschen älter werden, auch nicht, wie sie sterben. Auch darüber muss mal gesprochen werden untereinander. Bei Paaren, wenn zwei 75 werden, dann sagen die, darüber reden wir mal, wenn wir 90 sind. Dazwischen, da passiert aber irgendwas und dann weiß keiner, was ist eigentlich los. Gibt es eigentlich eine Vorsorgevollmacht? Gibt es eigentlich eine Patientenverfügung? Wer kümmert sich eigentlich im Zweifelsfalle um was? Was kann man eigentlich tun? Das ist kein gruseliges Gerede, sondern muss man ab und zu mit den Menschen, die einem am wichtigsten und am liebsten sind, sprechen, damit die wissen, was man eigentlich erwartet, wie man damit umgeht und wie man sich darauf einstellt, falls die Stunde X mehr kommt. Man weiß das ja alles nicht, wie schnell und wann es einem eigentlich erreicht. Aber dass man jedenfalls auf seine Lebensqualität ein bisschen Einfluss hat, das ist schon wahr und das fasse ich immer zusammen in drei L. Das erste L heißt Laufen. Das kann auch Schwimmen heißen. Das kann auch Bootsfahren heißen, das kann auch Reiten heißen, das kann auch Radfahren heißen. Jedenfalls sich bewegen. Die Treppen nicht als Hindernis ansehen, sondern als Chance, das zu tun und da sozusagen eigenen Lebensstil rauszumachen, sich bewegen. Weil, das ist das wichtigste Argument, Bewegung der Beine ernährt das Gehirn. Bewegung der Beine ernährt das Gehirn. Die Hälfte, die wir im Kopf haben von den 3 Pfund, ist dafür da, den Körper zu bewegen. Und deshalb ist der Liegestuhl mit Gesundheitspillen falsch. Der hilft nicht, sondern er hilft nur sich bewegen. Jetzt ist das mit dem Bewegen so, der eine hat 10 Pfund zu viel, der eine 20 Pfund, das ist nicht das Entscheidende. Es kommt auf die Lebensbeweglichkeit an. Dass man zugange bleibt, dass man sich nicht zur Ruhe setzt, dass man aktiv ist. Und das ist auch eine wichtige Sturzprophylaxe, die wir dringend gebrauchen. Das ist so eine Zahl, die ist nicht groß geläufig, aber sie ist schon beängstigend. Im letzten Jahr sind in Deutschland in den Haushalten mehr Menschen durch Unfall ums Leben gekommen, doppelt so viele, als auf der Straße bei Verkehrsunfällen. 3.500 Verkehrsunfälle, viel zu viel noch, klar, aber über 8.000 Unfälle in den Wohnungen und davon 6.800 über 80-Jährige. Stürze. Und das hängt an der persönlichen Fitness, weil wenn du älter wirst, bist du nicht mehr so schnell und nicht mehr so kräftig. Das ist alles ganz normal. Was man vor allen Dingen merkt, die Koordination ist nicht mehr so gut. Man steht lieber ein bisschen vorsichtig auf, geht die Treppe da rauf und runter, wo ein Geländer ist, hält sich lieber fest. Wenn man mit dem Zug im Bahnhof reinfährt, hält man sich fest. Die Jungen stehen da und wischen auf ihren Blättern rum da. Unser eins hat genug mit sich selbst zu tun. Das ist so gerade da. Aber es ist normal. Das muss man auch wissen. Und da darf man nicht drüber klagen. Nur man muss sich da auch ein bisschen drauf einstellen. Und das Zweite ist in der Wohnung. Die Wohnung so haben, dass die schweren Barrieren da raus sind. Und das ist vor allen Dingen die Breite der Tür zur Toilette und zum Bad. Der Rollator passt nicht da rein, also lassen Sie ihn draußen, gehen da rein, fallen, liegen hinter der Tür. Die Tür geht nicht nach innen auf, sondern nur da rein und dann kannst du die Tür nicht aufmachen. Die Badewanne steht dann noch, trotzdem man nicht mehr rein kann oder nur unter Lebensgefahr. Anstatt, dass man sich eine Sitzdusche macht, wo man sich da drunter setzen kann. Die elektronische Hebeanlage für die Jalousien, damit man nicht auf Stühle klettern kann, denn so passieren die ganzen Unfälle. So passiert das. Das ist auch gefördert von KfW und von der Pflegeversicherung. Da muss man allerdings erst einen Pflegebedarf auch nachweisen dabei. Aber sowas sind Sachen, die man in den Kommunen machen kann, wo man straßenweise, wo man in Genossenschaften, in großen Wohnungsbaugesellschaften das machen kann. Ich bin dafür, dass alle Wohnungen, die neu gebaut werden, keine Barrieren haben für die Älteren. Aber die allermeisten, ja. Aber die allermeisten werden in den Wohnungen bleiben, in denen sie sind. Und die haben diese Beschwerden. Und deshalb ist es nicht unwichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen, was kann man eigentlich da an dem Ort für diejenigen tun. Wenn man die überzeugt hat, dann sagen die, ja gut, okay, das überlegen wir mal, ob wir das machen. Aber
Das können wir Ihnen sagen. Der Teppich, da haben wir so lange für gespart. Wir haben so einen schönen Teppich, der Teppich bleibt. Damit das klar ist, Sie können uns mit uns reden, was Sie wollen, wir verändern die Wohnung, der Teppich bleibt. Da habe ich gesagt, gut, behaltet ihn, aber nagelt ihn an die Wand. Hört auf, da drauf rumzulaufen und zu verstolpern da. Das ist für den Teppich ist das gut, dem ist das überhaupt ganz egal. Und der hält auch noch länger, wenn er an der Wand hängt. Also, was ich sagen will, kümmert euch darum, was ist eigentlich los in den Wohnungen. Denn das ist keine Kleinigkeit. Da werden Tausende jedes Jahr rausgeschleppt aus den Wohnungen, die auf diese Art und Weise in Stürze verwickelt sind. Und deshalb kann man denen auch helfen. Also dieses Laufen. Wie macht man das so? Man geht zum besten zum Sportverein und sagt, macht mal eine Bewegungssportgruppe für Alte. Gut. Und das machen die oder machen die auch nicht. Aber man kann es auch selbst organisieren. Es gibt ja genug Leute, die sind 65 oder 70 oder 75 oder 80. Die können dann noch 5 oder 8 Leute zusammenholen und sagen, montags und donnerstags und freitags gehen wir halt spazieren. 2 Kilometer oder 3. Und da sagen die, ja gut, das können wir machen, aber ich gehe nicht dahin, die sehen alle so alt aus. Da guckt man in den Spiegel, dann, wenn die wiederkommen, sagen sie, okay, machen wir doch, ich gehe mit. Dann sagen sie aber, die sind alle so komisch, die Alten. Und da empfehle ich sehr, dass wir das einfach zugeben. Früher gab es wenig Alte, die konnten so tun, als ob sie weise wären. Wir sind so viele, wir können das nicht mehr vertuschen. Wir sind nicht sonderlich weise, sondern machen wir sonderlich. Das muss man einfach zugeben. Man muss den Leuten aber sagen, besser geht mit sonderlichen Leuten spazieren, als dass er alleine zu Hause sitzt und nicht wisst, was er machen soll. Besser, man geht spazieren dabei. Ganz klar. Also, da muss man für werben und da muss man dafür sorgen, dass das passiert. Wobei das Wichtigste an diesem Spazierengehen oder Sport ist, der soziale Kontakt. Das andere ist ein bisschen die Chance, das zu erreichen. Wenn wir erreichen, dass sich da Leute treffen, 5 oder 10, daraus entstehen Bekanntschaften und Freundschaften, so ein bisschen, sagen wir, Familie quer. Und man hat dann Leute, die aufeinander achten. Es gab und gibt in Bielefeld eine kleine Genossenschaft Freie Scholle, so vor 10 Jahren erzählten die mir, sie machen so kleine Gruppen, 4, 5, 6 Leute und sie versprechen sich, wir treffen uns jeden Tag. Ja, aber wer macht das freiwillig? Ja, aber das funktioniert. Was machen die? Montags um 11, Dienstag dann, Mittwochs dann, jeden Tag treffen die sich woanders, trinken ein Bier oder einen Kaffee, essen ein Stück Kuchen oder gehen spazieren und wer nicht kommen kann, wird angerufen oder besucht. Eine hohe soziale Sicherheit. Es bildet sich sowas daraus, ich will nicht sagen unbedingt Freundschaft, aber sozusagen Gruppe. Wir sorgen für uns, wir passen aufeinander auf. Und wenn da mal einer nicht zum Einkaufen gehen kann oder zum Arzt gehen kann, wenn was geholt werden muss, Apotheke oder was auch immer, dann sind die gleich unterwegs und helfen und unterstützen sich. Das sind Dinge, die man machen kann. Wir haben von der Baxo aus angefangen jetzt, nicht Essen auf Rädern, sondern auf Rädern zum Essen. In 120 Städten. In 120 Städten, ich war in Berlin. Ich war in Berlin dabei, bei der Eröffnung schon ein paar Monate her, so 30, 40 Leute mit der U-Bahn, mit dem Fahrrad, ein paar haben wir mit dem Auto geholt, ein Sanitätsauto, weil die nicht mehr selbst laufen konnten, manche kamen zu Fuß. Das Erste, was auffiel, alle Frauen, die da waren, waren in den 2 Tagen vorher beim Friseur gewesen. Offensichtlich, ja, das zeigt aber, dass das strukturiert ihr Leben. Das ist eine wichtige, ja, wir lachen darüber, aber das ist ein wichtiges Ereignis. So. Und nach einer halben Stunde melden sich 2 und sagten, also wenn wir es wieder machen, wir machen das wieder, ja, dann wollen wir gerne eine halbe Stunde eher da sein. Ich dachte, weshalb? Ja, wegen, muss ein bisschen anders gewürzt werden. Wir waren mitten im Leben, der Koch wurde geholt und alles. Und dann treffen wir uns wieder. Ich sagte, 4 Wochen, nee, das ist zu lange, nächste Woche. Also, das müsst ihr selbst machen. Und so kam das auch. Dann war da eine Gruppe von Leuten, wir treffen uns nächste Woche wieder. Und dann treffen wir uns wieder und dann gehen wir zusammen essen und dann quatschen wir. Und jetzt will ich mal sagen, von wegen Leitkultur. Die wichtigste Leitkultur, die wir in Deutschland haben, ist gemeinsam essen und sprechen. Und sorgt dafür, dass das nicht völlig kaputt geht. Nicht nur bei den Alten, auch bei den Jüngeren. Passt auf, dass alle wissen, wie wichtig das ist, dass man irgendwann mal zusammensitzt und miteinander redet, weil man sich dabei angucken kann und weil man nicht abgelenkt ist vom Handy oder von irgendwas anderem, sondern weil man aufeinander konzentriert ist. Miteinander sprechen, ganz wichtig, dass die Kinder das lernen. Ich war in einem Haushalt, da hat der kleine Sohn 4 oder 5 Jahre zum Essen, haben wir gegessen, dann wurde ihm so ein kleines Ding dahingestellt, so ein kleiner Fernseher. Ich sage, was ist das denn? Ja, der isst nur, wenn er das sehen kann. Ja, ich sage, guten Morgen. Was ist denn los? So. Und das ist sicher nicht so ein extremer Einzelfall. Also so wird da einfach mit umgegangen. Deshalb sage ich, ja, einfach mal drüber nachdenken, was kann man eigentlich tun,
So, und das wollen wir mit diesem auf Rädern zum Essen auch haben. Sind inzwischen 100 Städte, in denen wir das Ganze angefangen haben, und das soll auch so weitergehen. Ja, wir sprechen oft darüber, was ist eigentlich das Wichtigste, was wollen wir alle, und dann kommt immer Selbstbestimmung. Wir wollen selbstbestimmt alt werden. Sag ich, ja, das ist richtig, aber ihr müsst mir zugeben, Selbstbestimmung, das erfordert Selbstbestimmung. Weil wer sagt, ich will selbst bestimmen und sagt, Staat, mach mal, das stimmt dann nicht so ganz richtig. Man kann den Staat angucken, man darf den nicht außen vor lassen, in seiner ganzen Breite auch die Kommune nicht. Aber Selbstbestimmung ist ein Stück Mitverantwortung für das, was man tun kann, was man leisten kann, wo man sich einsetzen kann und wo man anderen helfen kann. Der Staat kann für Freiheit und für Gerechtigkeit sorgen und muss er auch. Aber Solidarität kann der Staat nicht hinkriegen. Solidarität entsteht zwischen Menschen oder auch nicht. Das ist die Frage, wie wir miteinander umgehen. Das ist die Frage. Und da kann der Staat freundlich zu sprechen, aber im Grunde ist das die Entscheidung, die wir haben. Das ist wichtig. Und als Sie mich in Berlin immer gefragt haben, was in das Sauerland eigentlich ist, ob es das überhaupt gibt, ja, habe ich gesagt, ja, da soll man den Unterschied klar machen zwischen Sauerland und Berlin. Aber das ist so, wenn ich in Sundern im Sauerland, wo ich wegkomme, auf die Straße gehe und es bekommt mir jemand entgegen, den ich nicht kenne und ich grüße den nicht, dann weiß das am Tag der Nacht der ganze Ort. Da ist so ein stoffeliger Kerl, eingebildet, Abgeordneter, schlechter Abgeordneter, spricht die Menschen nicht an, grüßt die Leute nicht, unmöglich. Gehst in Berlin auf die Straße, kommt jemand, den du nicht kennst, du sagst guten Tag, sagst, was quatschst du mich an, was willst du von mir? Was ich damit sagen will, wir müssen uns ein bisschen erhalten, dass da, wo wir Nachbarschaften haben und Freundschaften haben und Bekanntschaften und wo man einkaufen geht und wo man Menschen kennt, nicht immer nur dran vorbeigucken, einfach mal ein bisschen anhalten. Ich habe ja jetzt Zeit dafür, gehe nach Aldi und nach Rewe und gucke mir das an. Jeden Morgen trifft sich da die ganze Bagage. Das sind die Bazars in Deutschland, das sind Märkte, die da stattfinden. Da stehen die da zu dritt, zu viert, die gehen jeden Tag einkaufen, müssten sie eigentlich nicht, aber es ist das Ereignis, um das es geht. Es ist das Ereignis, um das es geht. Dann reden die, sprechen über alles und wenn die Verkäuferin vorbeikommt, kommen sie mal her, das ist falsch einsortiert, das muss dastehen. Das wissen die, ja, das wissen die besser als die. Die haben den ganzen Laden da im Griff und ja, so gehen die da miteinander um. Aber das ist etwas, was die Menschen auch brauchen. Denn wenn du alleine bist und irgendwann einsam wirst dabei, dann gehst du kaputt daran. Wir hatten einen kleinen Wettbewerb gemacht und so viel Reaktionen darauf gehabt. Das werden wir sicher nochmal wiederholen und dafür sorgen, dass wir da das auch noch öfter machen können. Ganz kurz zu den beiden anderen L. Das zweite L heißt, lernen kann auch lehren heißen. Wir wissen, wenn wir älter werden, wenn wir Rentnerinnen und Rentner werden, wir wissen noch viel, wir können noch viel. Wenn wir Maschinen werden, würden die uns nicht beiseite stellen. Die würden uns nochmal ölen und dann würden uns nochmal 10 Jahre losschicken dabei. Aber jetzt sind wir Menschen, also sind wir draußen. Jetzt, was machst du eigentlich damit, mit dem, was man weiß, mit dem, was man kann? Manche wollen länger, manche, weil sie Geld brauchen, viele aber auch, weil sie noch nicht ganz raus wollen. Manche suchen alle möglichen Möglichkeiten, wo man sich engagieren will. Es gibt 23 Millionen bis 25 Millionen Menschen in Deutschland, die sind ehrenamtlich tätig. Vereine, Verbände, Organisationen, Kommunalpolitik gehört mit dazu. Ganz wichtig, wenn es diese Menschen alle nicht gäbe und die würden mal oder eines Abends alle aufhören damit, dann wäre unsere Lebensqualität am anderen Tag bei null. Das ist eine unglaubliche Sache, die wir da haben und über die wir zu wenig sprechen. Wenn wir unseren Wohlstand messen in Armuts- und Reichtumsberichten, da kommt der Mehrwert, der da erzeugt wird, da kommt nicht richtig vor dabei. Das ist gar nicht da drin. Also da könnte man lange, lange Geschichten erzählen. Die Hospiz- und Palliativbewegung zum Beispiel ist eine der größten und schönsten Bewegungen, die wir überhaupt in diesem Lande haben, wo viele, viele Frauen und auch Männer unterwegs und anderen Menschen helfen. Zeit investieren, Zeit investieren. Wir sind die, unsere Währung heißt Zeit. Auch wenn wir mit Augenzwinkern sagen, jetzt bin ich Rentner, jetzt habe ich gar keine Zeit mehr, das ist Unsinn. Wir haben Zeit und wir können die auch einsetzen für die Menschen. Einfach mal stehen bleiben, miteinander reden und für die Menschen dabei sein und ihnen helfen. Und da gibt es ja viele, die das systematisch machen und manche, die das gelegentlich irgendwo mal machen. Und natürlich kann auch lehren in Schulen. Es wäre nicht so falsch, wenn der eine oder andere von uns mal in dieser Zeit in die Schulen käme und könnte da mal was über Europa erzählen. Oder über deutsche Geschichte insgesamt, da weiß man eine ganze Zeit zu berichten. Und das letzte L muss ich noch loswerden, das heißt Lachen. Das kam mir eben schon vor.
bei den Vorträgen, die wir gehabt haben. Das Lachen gehört mit dazu. Das will ich einfach so abkürzen, weil da kann man jetzt länger drüber sprechen, weshalb das wichtig ist und weshalb das nötig ist. Also ein Landrat aus dem Südwesten hat mir erzählt, er hat die Leute immer geehrt, wenn sie 85 wurden. Dann kriegten sie einen Blumenstrauß, dann fuhr er dahin, Journalist dabei, Bild gemacht in die Zeitung. Und dann kamen die aber aus seinem Amt und sagten, das geht so nicht weiter, da werden so viel 85, das wird zu viel und das wird auch zu teuer, das können wir so nicht weitermachen, so viel Zeit haben wir gar nicht. Dann sagte er, jetzt muss ich das anheben auf 90 oder 95, aber sehr problematisch als Politiker mitzuteilen, wir ehren erst ab 90 oder so. Das kommt nicht so gut an. Jetzt wurde die älteste Dame seines Kreises 106 Jahre alt und er sagte, oh, das ist der Punkt, jetzt kann ich wieder zeigen, was ich da für einen Wert lege darauf. Er dahin, 106 Jahre, Journey ist dabei, Blumen dabei, schöner Korb dabei. Ich sagte, ich hatte eine halbe Stunde Zeit, mich mit ihr zu unterhalten. Ich dachte, 106 Jahre, das wird schon gehen. Er dahin. Ja, sagte, aber die war gut drauf. Die kannte noch alle 106 Jahre. Die fing an zu erzählen und zwar vorne. Und so nach 20 Minuten... Nach 20 Minuten musste ich weg, sagte er, ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, es tut mir fürchterlich leid, aber ich muss dahin. Ich komme nächste Woche wieder, reden wir weiter, Termin abgemacht, alles sagt, aber bevor ich jetzt gehe, müssen wir noch eines sagen. 106 Jahre, so gut drauf, wie kommt das? Sagt sie, weil ich gar keine Sorgen mehr habe. Ich habe jetzt beide Kinder im Altersheim, mir kann nichts mehr passieren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Lieber Franz, ich glaube, wir hätten ja jetzt noch alle irgendwie eine Stunde zuhören können. Wir haben aber auch die Möglichkeit, oder Sie haben die Möglichkeit, jetzt auch Fragen zu stellen oder auch Ihre Anregungen uns mit auf den Weg zu geben. Du hast so viel zu erzählen und ich glaube, du bist an der BAKSU auch an der richtigen Stelle, weil du auch aus dem politischen Leben ganz genau weißt, wie das geht. Aber ein Satz ist eben auch, und das geht ja auch unserer AG 60 Plus gegenüber, es ist die einzige größte Gruppe in der Gesellschaft, die keine Nachwuchssorgen hat. Und das finde ich immer wieder spannend zu beobachten und spannend zu hören. Ihre Fragen. Sie haben Möglichkeiten, wir haben zwei Mitarbeiterinnen, Katja Feistel und Astrid Destmann, die haben Mikros. Und wir freuen uns jetzt auf Ihre Fragen. Vielen Dank und auch für den wunderbaren Vortrag. Ich habe eine Bemerkung, die bezieht sich auf die Bundesarbeitsgemeinschaft für Senioren und ich füge einen persönlichen Hintergrund hinzu. Ich habe viele Jahre in den USA gelebt. Dort gibt es eine überparteiliche Organisation, AARP, die aus individuellen Senioren besteht und die großen Einfluss nimmt auf die Gesetzgebung zum Schutze der Senioren. Und vielleicht haben Sie das ja schon mal studiert, ich kann das nur anregen. Und die tritt also dafür ein, erfolgreich, dass beispielsweise die Preise für Senioren in Museen und Kinos entsprechend gesenkt sind. Wir haben hier ein großes Kreuzfahrtterminal, das ist eigentlich überhaupt nicht zu verstehen, dass verwitwete Senioren das Doppelte bezahlen müssen für eine Kabine. Also müsste man auf die Reedereien einwirken und das passiert auch schon in Grenzen, dass sie also vermehrt Einzelkabinen auch herstellen. Und es gibt viele Sachen, wo man auch Senioren, die also nicht so gut betucht sind, helfen kann. Aber das erfordert eine große Lobbyorganisation in Amerika. Die besteht weniger aus Organisation, sondern aus Person. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu Ihren. Also ich habe es mehr eine Bemerkung als eine Frage. Vielen Dank. Götz Gebert, Seniorenbeirat Beirat Lübeck. Und das ist genau das Thema, das Sie eben angesprochen haben. Wir haben hier im Land Seniorenbeiräte, wenn die Kommune das denn will. Und die setzen sich eben zusammen aus Individuen, die nicht parteigebunden sind. Wir dürfen auch nicht parteigebunden sein. Also wir machen keine Parteipolitik, überkonfessionell und überhaupt. Ne? Diese Seniorenbeiräte gibt es und die existieren aber eben in den Kommunen. Und es gibt noch einen Landesseniorenrat, da sind wir dann als Seniorenbeiräte Mitglied und da geht es dann in Richtung Landespolitik.
Also das, was Sie angesprochen haben, auch so die günstigen Busfahrten und sowas, das ist unser Thema, da arbeiten wir auch dran. Und in Lübeck heißt das Projekt 48. Ganz kurz, die Bundesregierung hat gesagt, wir wollen die Durchschnittsrente auf 48% halten, aber wenn wir in Rente gehen, ist alles bei 100%. Die Miete ist bei 100%, alles ist bei 100%. Also möchten wir gerne 48%. Die zweite Bemerkung, die ich machen wollte, war, Herr Müntefering, Sie haben angesprochen, das Problem, Senior möchte ich nicht sein, älter möchte ich nicht sein, die Älteren möchte ich nicht sein, so, ne? In dem Sinne. Der Seniorenbeirat Lübeck hat sich damit beschäftigt und genau so gedacht. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen uns ein Logo und wir nennen uns zwar weiterhin Seniorenbeirat, aber wir sagen, wir sind die Ü60er. Das fanden wir ganz gut. Und das gibt dann auch für die Betroffenen, die über 60 sind und Seniorenbeirat wählen, eine ganz andere Einstellung zu dieser Generation. Die Bemerkung wollte ich einfach noch machen. Ich will mal schnell versuchen, zu den beiden zu antworten. Zu dem ersten. Also wir nehmen die Interessen der Älteren wahr. Aber auch bei den Älteren gibt es solche, die finanziell sich besser stehen und solche, die sich schlechter stehen. Pauschal zu sagen, die Alten müssen mehr weniger bezahlen, das ist nicht meine Meinung, das sage ich ganz klar. Auch wenn das nicht immer populär ist. Es gab ja früher mal diese berühmten Altenteller, die will keiner mehr essen in der Gaststätte dabei. Es gibt auch welche, die können das bezahlen. Und da stellt sich die Frage natürlich in gleicher Weise, wenn man das für uns Ältere fordert, was ist denn eigentlich mit der Familie, die Ausflüge machen will. Also da, glaube ich, muss man dann auch wirklich ordentlich bleiben und sagen, nicht weil einer alt ist, kriegt er einen Vorteil, sondern weil er das aus sozialen Gründen braucht. Das muss schon gewollt sein, das muss man schon wissen, dass man sich daran ein bisschen orientiert. Die Beiräte machen eine wichtige Arbeit, ich kann nur ermutigen dazu, dass es die überall gibt, dass die unterwegs sind, dass sie sich bemühen und dass sie vor allen Dingen die Städte darauf hinweisen, wo es Probleme gibt. Da geht es auch um Barrieren, zum Beispiel in Städten, geht um hinreichend viele, das hört sich ein bisschen komisch an, aber wird zu selten darüber gesprochen, benutzbare Toiletten in Regionen der Stadt, wo viele Menschen hingehen zum Einkaufen. Das ist ein großes Problem für viele Menschen in der Altersklasse und deshalb muss man da auf jeden Fall ran. Und was wir uns zum Beispiel kümmern, ganz konkret, heute sind die Zeitungen voll, es gibt diese E-Roller, jetzt in Zukunft, die fahren sollen. So, und da haben wir uns heute dazu, außer bei morgen schon eine Pressemitteilung dazu losgeschickt, ich weiß nicht mit welcher Wirkung, dass die auf, also die sollen auf Radwegen fahren, die fahren bis zu 20, die sollen, wo es keinen Radweg gibt, auf Gehwegen fahren können. Und da sind wir der Meinung, dann nur im Schritttempo. Ich bin mal gespannt, was man dazu sagt. Dann, wenn ich mir vorstelle, auf den Gehwegen fahren da welche rum mit 20 Kilometer, dann geht das, glaube ich, nicht gut. Ich will die aber auch nicht auf die Straße schicken. Jedenfalls da bin ich nicht glücklich darüber. Da hat uns der zuständige Bundesverkehrsminister nicht angesprochen. Ich hätte ihm ein paar Worte dazu sagen können, weil das halte ich wirklich für unklug, dass man sagt, so im Zweifelsfall geht ihr auf den Gehweg. Und wenn dann, also die müssen da Schritttempo fahren. So, und das habe ich einem erzählt, der hat mir gesagt, nee, das, wenn die schneller fahren können, müssen auch schneller fahren, sage ich. Die Autos, die können auch 150 fahren, die dürfen in der Stadt auch nur 50 oder 60. Die müssen doch angemessen fahren, sodass sie die anderen auch nicht gefährden. Und es darf nicht passieren, was ja in Amerika so ist und an einigen Stellen, dass die Dinge einfach hingelegt werden können, weil der Nächste das wieder mitnimmt. Es muss eine geordnete Situation geben, weil es gibt auch aus der Erfahrung viele Unfälle, die liegen einfach da rum, die Dinger, und das verkommt dann natürlich. Aber gut, ich will nicht ablenken, ich will nur sagen, das sind die Punkte, um die es geht. Der Altenteller ist weniger das Problem und das mit der Kabine, das muss ich mir noch überlegen. Es könnte aber auch sein, dass zwei zusammenziehen in der Kabine, das ging doch auch, oder? Wir begrüßen ganz herzlich auch in unseren Reihen den Vorsitzenden des Landesseniorenbeirates, Herrn Schildwächter, und er hat das Wort. In Ihrem Vortrag überhaupt nicht auf die Möglichkeiten der Digitalisierung eingegangen. Dies wäre ja eine Chance für die Älteren, auch diese Technik mal zu betrachten, fürs Alter, gegen die Einsamkeit. Ja, das machen wir auch. Da
wir haben ja so Fachkommissionen. Eine Kommission setzt sich speziell auseinander mit allen Fragen der Digitalisierung. Das geht ja bis tief in das Gesundheitswesen hinein. Man kann auch den Kontakten, auch darüber wird natürlich gesprochen, zwischen den Patienten oder potenziellen Patienten und den Ärzten auch auf diese Art und Weise herstellen. Da geht es um die Frage, wie lange muss man warten, wie schnell kriege ich einen Arzttermin und all die Dinge. Das muss ganz sicher einbezogen werden in das Leben insgesamt. Trotzdem sage ich, und dabei bleibe ich auch immer, ich möchte, dass wir auf jeden Fall das Papier, das Bargeld und den Handedruck des Arztes nicht entbehren müssen, sondern dass wir immer auch, was Reales in der Hand haben. Die ganze Technologie, gut. Es ist ganz wichtig, das ist übrigens ein Thema, was für die Gesellschaft ganz wichtig ist, das Senioritätsprinzip wird an der Stelle ziemlich ins Schleudern kommen in den nächsten Jahren noch, weil die 25-Jährigen sich mit der neuen Technik besser auskennen als die 50-Jährigen und die 45- und die 60-Jährigen. Wir haben schon einige Stellen, wo auch Volkshochschulen sind ja hilfreich, so digital Kurse gegeben werden, früher sagt man Computerkurse, wo dann Ältere hingehen und wo die Jüngeren dann auch zu günstigen Bedingungen informieren und zeigen, wie man eigentlich damit umgehen kann. Man kann die Alten am besten damit locken, dass du sagst, du kannst jeden Tag mit deinem Enkelkind sprechen. Dann machen die das auch. Ja, Bernd Müller. Ich bin Mitglied im Landesvorstand der AG 60. Franz, du hast die 3 L genannt. Ganz prima, das erste L. Ich halte mich selber dran, 3-mal die Woche. Müssten viele andere auch tun. Aber das letzte L ist so ein bisschen vernachlässigt worden, das Lernen. Ich bin der Meinung, es ist... Das Lachen war das letzte. Ach so, nee, dann war das Lernen das zweite L. Ja, Entschuldigung. Ja gut, ist jemand dazwischen gekommen. Wir haben so das Gefühl, dass die Angebote für die über 60-Jährigen zu gering sind. Das heißt, wir werden eigentlich da nicht mehr so wahrgenommen. Der Kollege hat es ja eben gerade angesprochen mit der Digitalisierung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt sicherlich noch viele andere. Da muss also mehr passieren, meine ich. Dankeschön. Ja. Wichtig, also das Wissen ist da, aber es geht ja um Lernen und um Lehren. Ein wichtiger Kooperationspartner kann die VHS sein. Da muss man mit denen richtig konkret darüber sprechen, welche Kurse bringen wir denn und muss sich natürlich auch lohnen. Da müssen dann auch ein paar Leute hinkommen können, aber gibt in allen Städten gibt es die Möglichkeit. Es gibt auch Senioren-Unis an verschiedenen Stellen, wo Ältere, in Dortmund war ich schon mal, in Bochum, wo Ältere zur Universität gehen und studieren. Ich war diese Woche in Nürnberg bei der Alten Akademie, das ist sehr ausgebildet, das ganze System da. Die machen da im Jahr 170 oder 180 Veranstaltungen, immer für Senioren, können auch Jüngere hinkommen, aber da werden so alle Themen abgehandelt und behandelt, man diskutiert das Ganze. Das ist alles richtig und auch wichtig. Ich persönlich sage trotzdem immer, es gibt ja bestimmte Leute, das sind meistens solche, wie sie jetzt hier sitzen. Die wissen selbst, da muss man was machen, da geht man hin, da machen wir es. Wir müssen gucken, dass wir die erwischen, die nicht selbst kommen. Das war meine größte Sorge. Ich habe 2 Sorgen bei dieser ganzen Sache im Augenblick. In der alten Generation sind wir 2 Generationen. 2 Generationen, mindestens. Und ich hörte jetzt, wie jemand in der Stadt, die wollten zum Beirat wählen und die kriegten wütende Briefe wieder, weil die da drüber geschrieben hatte, 7 Seniorinnen und Senioren. Wo dann 60, 65-Jährige geschrieben haben, seid ihr bekloppt, ich lasse mich hier nicht als Senior anreden und so weiter und so fort. Also es gibt ein großes, wir müssen jedenfalls überlegen, wie kann man eigentlich diese junge Generation, die nachwächst, die jetzt da reinwächst, wie kann man die eigentlich da reinholen? Und die kann man am besten reinholen, wenn man denen was zu tun gibt, wenn die Aufgaben haben. Ja. Wenn man denen sagt, pass mal auf, du kannst so Folgendes, mach doch mal dazu eine Veranstaltung, mach doch mal dazu was, kümmere dich darum, sodass man die selbst ans Arbeiten kriegt. Das scheint mir eine Möglichkeit zu sein, damit die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auch noch an die Leute weitergeben können. Mein Nachbar hat gerade mit 78 Jahren sein Studium abgeschlossen und ist deswegen eingeladen worden jetzt zum Bundespräsidenten, zu dieser Kaffeerunde. So. Mit 78, fand das auch klasse. Katja, du hast da. Anke Buhl von der Pflege AWO. Herzlich willkommen, Anke. Dankeschön. Ja, die wichtige Rolle der Kommunen, das ist ja schon angesprochen worden, auch der 7. Altenbericht.
Wäre nicht eine politische Forderung, die vielleicht auch die SPD aufstellen müsste, zu sagen, Altenhilfe als kommunale Pflichtaufgabe und nicht mehr eine freiwillige Aufgabe, also analog zur Jugendhilfe, um auch wirklich Strukturen zu schaffen. Da ist ja so ein bisschen vorsichtig drumherum geredet worden, sage ich mal. Also ich würde sagen, mutig voran, wenn es eine Pflichtaufgabe ist. Das Geld muss natürlich da sein, gar keine Frage. Aber dann kommt vielleicht auch mehr Entwicklung vor Ort an, als im Moment, wenn es immer nur unter Freiwilligkeit wieder gestrichen wird. Ja, ich nehme das dankbar an. Ich spreche da mal ganz vorsichtig drüber. Aber solche Reaktionen wie jetzt, die führen dazu, dass ich dann beim nächsten Mal, wenn ich im Ministerium sagen kann, die in Schleswig-Holstein haben das auch gesagt. So, weißt du, ich will das einfach breiter machen. Ich will das nicht verkünden, sondern ich will da Unterstützung suchen dafür. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Das muss nicht flächendeckend sein, aber wir sollten so ein paar Aufgaben raussuchen. Ich habe es zu Demenz und zu SAPV gesagt. Anderes fiel mir auch noch ein, wo man so etwas braucht und wo man wirklich gute Dinge mit tun könnte. Und das wäre dann eine Pflichtaufgabe. Das würde Bund und Länder betreffen. Die Länder müssten da mitmachen. Die Länder sind immer ganz vorsichtig, was die Zuständigkeiten der Kommunen angeht. Das verstehe ich auch. Und natürlich ist auch Angst, wenn man den Kommunen das gibt und man gibt denen Geld, was machen die denn damit? Können die das richtig? Da sage ich mal, also 10% verschlabbern die auch, das glaube ich auch. Aber in den Kommunen sind so viele Leute, die sind wirklich interessiert und die können noch was und die würden da was wirklich Gutes rausmachen. Ich habe, als ich 99 Minister war, Bauminister, mal eingeführt, die soziale Stadt. Meine Grundidee war damals, wir geben den Kommunen einfach Geld und sagen, macht was Soziales daraus. So, und da regen sich natürlich alle auf der Bundesebene dann drüber aus, das kannst du doch so nicht machen. Aber ich glaube, vor Ort wissen die, wo es wirklich klemmt. Das kann das Frauenhaus sein, das kann der Kindergarten sein, das kann die Jugendhilfe sein, das können aber auch Senioren sein. Die würden schon was Gutes daraus machen. Und wenn wir denen einen Flock geben, wo wir sagen, da macht ihr jetzt Altenpolitik. Und zwar im Kernbereich für Demenz und für SRPV und noch vielleicht Beratung, dann könnte das was sein, wo das auch wirklich erfolgreich ist und wo in den Regionen, wo es jetzt noch hapert, dann nachgeholt wird. Ich wäre dafür. Ich auch. Wo habt ihr? Klaus, auch. Ja, Franz, ich komme von der SPD aus Bad Segeberg. Du hast uns hier heute Abend sehr viel Lust aufs Älterwerden gemacht. Ich habe da eine kleine Randnotiz, wo ich noch mal ganz gerne hören würde, wie deine Meinung dazu ist. Nach dem Älterwerden kommt der Tod. Wann er kommt, wissen wir nicht, Gott sei Dank. Aber wenn er kommt, dann kann ich ihn nicht selbst bestimmen. Wir haben in unserem Freundeskreis sehr viel, schon sehr, sehr lange mit unseren Eltern zusammen gefeiert. Kommt nicht unbedingt automatisch vor, aber haben wir gemacht. Viele sind schon gestorben, aber wir haben in den letzten Jahren eben auch erlebt, dass eben dem Alter geschuldet viele schon 85, 88 alt, aber auch durchaus beieinander sind, auf einmal Schlaganfall, Pflegefall. Und dann höre ich in den letzten Jahren sehr oft, ich habe keine Lust mehr. Und dann kommt jetzt auch meine Frage, die Idee, die dahinter steckt, die gibt es in der Schweiz, die gibt es in den Niederlanden. Könntest du dir vorstellen, das auch gut zu finden in der Bundesrepublik, dass man in der Lage ist, mit zwei Ärzten zusammen, wie auch immer, das Verfahren ist jetzt nicht wichtig, aber zu sagen, ich habe keine Lust mehr, ich möchte jetzt mein Leben beenden. Wie können wir das in der Bundesrepublik hinbekommen? Das wäre mir ganz wichtig, mal zu hören, was du dazu sagst. Ja, da haben wir vor zwei, drei Jahren schon mal intensiv drüber gesprochen. Da hat der Bundestag auch eine Orientierungsdebatte dazu gemacht, hat eine Abstimmung gegeben. Ich persönlich bin gegen die ärztlich assistierte Beihilfe zum Suizid. Der Suizidversuch ist in Deutschland nicht strafbar. Die Kirchen haben inzwischen auch beigedreht dabei. Trotzdem gibt es Situationen, wo Menschen nicht mehr leben möchten, das weiß ich. Aber die Frage ist, wie kann man das denn eigentlich formulieren? Und ich sage mal, bei allem guten Willen dazu helfen. Und ich weiß auch, dass unsere Hochleistungsmedizin das menschliche Leben verlängern kann in einen Zustand hinein, wo Sterben nicht leichter wird. Das weiß ich. Wir hatten ja gerade verschiedene Prozesse darum, wie man eigentlich damit umgeht. Und deshalb gehört auch der Mut dazu, zu sagen, wir machen eine Patientenverfügung. Du kannst reinschreiben in eine Patientenverfügung. Ich möchte nicht künstlich ernährt werden. Ich möchte nicht künstlich beatmet werden. Wenn ich so und so lange künstlich beatme, dann möchte ich, dass das abgestellt wird. Das ist alles möglich heute. Muss man aber auch machen. Was nicht möglich ist aus meiner Sicht, ich finde die Formulierung nicht, der Gesetzgeber soll mal beschließen, unter welchen Bedingungen man das machen kann.
die Bedingungen kann er nicht formulieren. Es gibt einen Extremfall dabei, wenn man sich auf die Position stellt, so wie der Reiter das damals gemacht hat, mit dem ich mich da auch drum gekämmelt habe im Fernsehen bei Jauch. Er sagte, das kannst du nicht an eine Krankheit binden, sondern wenn der Mensch nicht mehr leben will, dann muss er das entscheiden können. Da habe ich ihm gesagt, ja, wenn jetzt Ihr 18-jähriger Enkelsohn in seinem ersten Liebeswahn sagt, so, ich habe jetzt die Schnauze voll von diesem Stern, Opa, fahr mich dahin, ich möchte jetzt da weg. Würden das machen? Aber ich sagte, nee, würde ich wahrscheinlich doch nicht machen. Da habe ich mir gedacht. Also man kann nicht sagen, man äußert das und hat man das Recht, das zu bekommen. Also muss es eine Begründung geben. Die Begründung, die dann vorgeschlagen wurde, hieß, wenn der Sterbevorgang unumkehrbar ist. Ist Eierstockkrebsdiagnose unumkehrbar? Ist Demenz unumkehrbar? Wenn du hörst, dass in Holland im letzten Jahrhundert schwer demente Menschen durch Suizid ärztlich assistiert gestorben sind, habe ich gefragt, wer hat das denn entschieden jetzt? Naja, also die haben geglaubt, das wäre in dem Sinne. Ich weiß nicht, was da gewesen ist an der Stelle. Jedenfalls dieses zu beschreiben und zu sagen, das ist nun die Situation, da muss das auf jeden Fall erfolgen, die ist schon denkbar schwer. Und was erwartet wird, ist ja, dass die Abgeordneten das auch beschreiben. Und die Frage ist, entstehen da nicht doch sehr schnell Häuser, wo sich Ärzte sammeln, die dann auch großzügig damit umgehen? Oder wie muss man das schriftlich festlegen? Oder wie soll das eigentlich gehen an der Stelle? Also kurz und gut, ich bin sehr dafür, dass wir im Bereich Hospiz und Palliativ alles Mögliche machen und dass wir vor allen Dingen den Menschen im Sterben helfen. Vielleicht bin ich ein bisschen geprägt dadurch, ich habe das zweimal mitgemacht, bei meiner Mutter und bei meiner Frau. Und natürlich gibt es Abende, wo die sagen, du, ich habe keine Lust mehr. Und am anderen Morgen, wenn die Sonne scheint, sagen, lass uns mal rausgehen, Blumen begucken, lass uns mal in den Garten gehen. Natürlich gibt es da auf und ab. Aber du kannst den Finger nur einmal runter machen an der Stelle. Das habe ich da auch sowas von gelernt dabei, dass man sich darauf einlassen muss. Und da ist auch die Frage der Zeit. Nehmen wir uns eigentlich die Zeit dafür? Und meistens, wenn diese Sachen geäußert werden, liegt das nicht an denen, die in den Betten liegen, sondern an denen, die davor stehen. Ich kann nicht mit ansehen, wie Mama so und wie Papa so und so. Und auf Mitleid verlasse ich mich nicht dabei. Verlasse ich mich nicht. Also wenn die Kinder mir sagen, ich kann das nicht ansehen, dass meine Eltern so leiden, da müsste es doch eine andere Möglichkeit geben. Dann sage ich, ja, das kann ich dir aber leider nicht ersparen. Und ich weiß auch nicht, was deine Eltern dazu sagen. Also lass uns mal dabei bleiben und lass uns versuchen, Lösungen zu finden, die in anderen Wegen sind. Ich respektiere, dass Menschen anderer Meinung sind. Das kann man auch guten Gewissens sein, das weiß ich, das ist alles eine knappe Entscheidung, um die es da geht, aber ich persönlich bin dagegen, dass der Bundesgesetzgeber ein Gesetz macht, in dem er sowas aufschreibt, das immer, immer breit interpretierbar sein muss. Was willst du denn eigentlich machen? Wenn das etwas ist, was zum Tod führt, Eierstockkrebs, sagen heute alle, führt dazu und Demenz führt auch dazu, auf jeden Fall. Und ist denn mit der Diagnose Demenz der Punkt gegeben, wo du sagen kannst, jetzt oder in 3 Jahren oder in 4 Jahren oder was auch immer und wie soll das gehen? Also ich bitte einfach nur, dass akzeptiert wird, dass das nicht so einfach ist, sondern dass man sich vor allen Dingen darauf konzentrieren sollte, den Menschen zu helfen. Das größte Problem habe ich bei Männern dabei. Und zwar bei solchen, die im Leben was zu sagen gehabt haben. Die schreiben, ich habe immer alles zu sagen gehabt und ich lasse mich nicht bei der Pflege von anderen Menschen berühren. Ich lasse mir auch nicht den Hintern abputzen, damit das mal klar ist. Keiner kommt an mich ran. Ich will das selbst entscheiden. Darin steckt auch ein Stück Hochmut. Und ich sage Ihnen, helfen und helfen lassen ist die Grundlage vom Menschsein. Die Grundlage. Wenn bei der Geburt keiner dabei gewesen wäre, wären wir alle nicht hier. Und wir brauchen auch zum Ende immer noch mal Menschen, die sich um uns kümmern. Jeden Tag brauchen wir welche. Und da muss man sich nicht kleiner fühlen, wenn man sich helfen lässt. Helfen wollen und auch helfen lassen, das ist die Grundlage. Und nicht möglichst schnell und leicht aus dem Leben weg können. Aber es ist eine persönliche Meinung. Da gibt es keine Beschlusslage bei der BAXO dazu. Da bin ich. Da bin ich sehr froh, dass wir in der letzten Legislaturperiode auf Initiative der SPD eine wohnortnahe Hospizorganisation quasi auf den Weg gebracht haben. Also wohnortnah meint auch wirklich
nicht irgendwie vier im Land, sondern wirklich nicht in jedem Kreis, aber in den Regionen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade in Zeiten, wo Menschen auch alleine sind und alleine alt werden, dass sie da dann einen Hort, einen Platz haben, wo sie nach ihrem Willen quasi gepflegt und versorgt werden können und palliativ behandelt werden können. Und das hat die SPD letztes Jahr oder in der letzten Legislaturperiode hier in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht. Und ich bin sehr froh, dass die jetzige Regierung jedenfalls das weiterführt. Darf ich noch eine Ergänzung machen, weil mir das Thema auch sehr wichtig ist, um einfach zu beschreiben, was alles denkbar ist. Ich war in einem Hospiz in Arnsberg, in meiner Heimat da. Da sagte die Leiterin, da ist ein 86-jähriger Herr hier, der möchte Sie mal gerne sprechen. Aber kenne ich den? Weiß ich nicht, ich dahin. Und dann ist man ja immer im Hospiz ganz vorsichtig, weil man weiß, fast alle, die da sind, gehen dann nicht wieder lebend raus. Die sterben, da gehst du nicht hin und sagst, wie geht's hier und eine gute Besserung oder so, sondern man ist so. Da war ein Mann, 86, mit seiner Frau, war normal angezogen und freundlich begrüßt. Da sagte er, ich hatte, als ich 70 war, so ungefähr Krebs, ich habe alles durchgemacht. Ich bin jetzt 86, ich habe noch ein paar wunderbare, schöne Jahre. Jetzt haben die mich untersucht, ich bin voller Metastasen. Ich habe entschieden, ich habe mit meiner Frau gesprochen, ich lasse mich nicht mehr operieren. Was meinen Sie? Jetzt überlegst du ja, was, so kannst du alles nur einmal sagen. Ich habe die Frau angeguckt, die Frau sagte, wir haben miteinander gesprochen. Das ist richtig. Das ist für ihn richtig. Ist alles schlimm, aber lass so. Ich habe gesagt, wenn Sie das so meinen, dann machen Sie das so. Du musst dich nicht operieren lassen. Das muss man auch wissen. Muss nur den Mut auch haben, selbst zu sagen und nicht dem Gesetzgeber zu sagen, lass das mal eben machen. So, und dann war ich draußen wieder, dann hatte ich aber auch ein bisschen Unsicherheit. Dann habe ich mit einem gesprochen, der sich da auskennt, auch die Sache, war das richtig? Sagt er, ja, das war richtig. Und dann haben wir diesen Mann mal verfolgt. Der hat noch Monate ganz gut gelebt und ist dann friedlich eingeschlafen. Und mein Freund da, der sagt mir, wenn du den operiert hättest, der wäre merkwürdigerweise schneller gestorben, wenn du den operiert hättest, als dass er noch lebt. Also du musst dann aber auch den Mut haben, das Sterben, ich will es mal so sagen, das sagen wir ja nicht mehr, Sterben ist normal. Die meisten Menschen sterben normal. Wer lebt, stirbt. Das ist alles einmal da. Und das darf man nicht überdramatisieren. Ungefähr 80-85% der Menschen, die sterben, sterben ganz normal. Weil der Körper zu Ende ist, es geht nicht mehr und irgendwann merkst du, da kommt die Stunde, das geht. So war das bei meiner Mutter, so war das bei meiner Frau, so ist das. Dann geht das ans Ende irgendwo. Wenn du dann eine Hilfe hast, die dafür sorgt, dass du nicht übertriebene Schmerzen hast, dann ist das ein Riesenvorteil. Und da gibt es eine Schätzung, dass das so ungefähr 12-15% sind, die Hilfe brauchen. In den Hospizen gestorben sind im letzten Jahr, aber in den stationären nur etwa 30.000 von den 930.000. Das heißt, das sind etwa 100.000, die haben diese Unterstützung nicht. Die Unterstützung ist deshalb so gut in den Hospizen, weil da etwa dreimal so viel Geld für jeden Einzelnen, der stirbt, ausgegeben wird, wie für Pflege und für andere, die Menschen, die sterben. Und das ist auch eine große Ungerechtigkeit. Das meine ich auch mit dieser ganzen Hospizsache. Da muss man ein bisschen, da kann man auch Menschen an anderen Stellen noch ganz gut helfen. Aber ich will das jetzt nicht, will mich nicht völlig festreden daran, aber es ist ein wichtiges Thema. Vielen Dank für die Frage. Würde ich mich dafür oder freuen, wenn man sich da stärker für einsetzen könnte, Lehrstühle für Altersmedizin einzurichten. Wir erleben das immer wieder, dass gerade ja auch Ältere Medikamente kriegen, die sich nicht vertragen und wo Menschen dann plötzlich orientierungslos werden und dann heißt es gleich, ja, das ist ja auch das Alter, ist Demenz und dann stellt sich heraus, es ist gar keine Demenz, sondern das hängt damit zusammen, da werden Medikamente im verkehrten Zeitfenster genommen oder zusammengenommen und das harmoniert nicht. Und das ist so etwas, da habe ich auch schon mal einen Antrag gestellt bei der SPD. Ich weiß auch, dass das bei Birte in guten Händen ist, aber da würde ich mich wirklich sehr viel freuen, wenn wir das bekämen, weil viele Hausärzte sind damit einfach überfordert. Und dass man Menschen, die 65 oder 67 sind, nicht mit Senioren ansprechen kann, das erlebt auch die AG 60 plus immer wieder, weil wir ja alle aktiver und fitter sind und ich muss ja hier gar nicht groß rumschauen, es sind ja auch sehr viele Politiker mit 60 noch topfit und im stehen voll im Saft und Leben. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir uns T-Shirts drucken werden als AG 60 plus und da steht dann drauf Best Ager, weil Best ist schon immer gut, alle wollen positiv nach vorne, keiner möchte hören, dass er alt ist oder alt geworden ist oder alt aussieht, sondern es lebe der Jugendwahn, alle wollen sie jung sein, sie wollen nicht jung sterben, aber mit der Alternative können sie schlecht leben. Thank you.
Ja, ich würde noch mal überlegen, aber will ich auch nicht reinreden mit den Medikamenten. Es gibt den Anspruch, den Rechtsanspruch auf einen Medikamentenplan. Wenn du 3 und mehr Medikamente nimmst, kannst du beim Arzt verlangen, dass er dir einen Medikamentenplan macht, alles da drauf schreibt, damit, wenn du in die Apotheke gehst oder zum anderen Arzt gehst oder ins Krankenhaus kommst, sie auch immer sehen, was da eigentlich passiert. Das Problem ist riesengroß, das wissen wir. Weil du schauen das nicht mehr, die vergessen die Tageszeit, dann nehmen sie alle auf einmal und was alles so dazukommt bei der Sache. Aber du hast einen Anspruch darauf, wo das genau aufgeschrieben ist. Das heißt, man muss den Menschen sagen, wenn ihr zum Arzt geht, verlangt einen Medikamentenplan. Die müssen dir aufschreiben, Medikamente, was die Inhalte sind, wann du die nehmen musst. Und das kannst du dann auch gebrauchen, wenn du zum nächsten Arzt gehst oder wenn du wiederkommst oder wenn du ins Krankenhaus kommst oder sonst irgendwas erlebst. Klaus Müller. Das Thema heißt ja, wie wollen wir alt werden? Und ich glaube, Franz, wenn ich die Statistik oder Umfragen sehe, 70 oder 80% sagen, wir wollen in der häuslichen Umgebung bleiben. Das klingt alles sehr gut. Und für dieses Klientel, finde ich, hast du ganz interessante Sachen gesagt mit den 3L, wie man da sowas fördern kann. Doch ich sage, die Verhältnisse, die sind nicht nur so. Ich bin Stiftungsratsvorsitzender hier des größten Träger der Altenhilfe, 7 stationäre Einrichtungen, großen Ambulantendienst, überall Wartelisten. Unterschiedliche Gründe, die kommerzielle, aktuelle Pflege auch in Einrichtungen durch höhere Alter oder auch dadurch, dass die Fallpauschalen in den Krankenhäusern, dass die viel zu früh entlassen werden und zu Hause noch gar nicht versorgt werden können, setzt hier einen großen Druck aus. Und nun ist es ganz erfreulich, dass es hier eine Bewusstseinsänderung gegeben hat. Mehr Personal, bessere Personalschlüssel, bessere Bezahlung. Endlich sind die Wohlfahrtsverbände sich einig und sind dafür einen flächendeckenden Pflegetarif. Alles gut. Nun ist das Personal aber zurzeit gar nicht da. Und ein Problem, auf das möchte ich ansprechen, was eigentlich nicht geht. Und darum bin ich auch dafür, dass die Kommunen irgendwie so gestellt werden, dass sie sich der Altenhilfe besser auch verantwortlich fühlen. Es gibt ja kaum noch Gemeinden, die eigene Altenpflegeeinrichtungen betreuen. Lübeck ist eine rühmliche Ausnahme. Kiel hat alles verkauft vor 15 Jahren, heute der 5. Besitzer. Immer neue Konzerne privat. Das ist ein ganz großes Problem. Ich würde mir wünschen, dass die Kommunen so in der Lage sind, dass die das auch selbst betreiben können. Aber was jetzt dabei rauskommt, bei allen guten Ansätzen, die Mehrkosten, bessere Personalschlüssel, individuelle bessere Bezahlung, alles was dazugehört, tarifliche Bezahlung, das würde dann ja vielleicht auch mal die vielen Heuschrecken, die sowas betreiben, verpflichten, ordentliche Löhne zu zahlen. Die Mehrkosten zurzeit zahlen ausschließlich die Bewohner. Weil der Satz der Pflegekassen ist immer gleich geblieben. Und da muss unbedingt etwas passieren, dass man, wenn man Pflegestufe 2 oder 3 hat, zwischen 2.000, 3.000, 3.500 zuzahlen muss, das ist doch ein Unding. In der Rente sagen wir, also kein Nachweis, Bedürftigkeit, aber hier, alle Mehrkosten werden zurzeit abgewälzt auf die Bewohner. Und ich finde, das ist ein Unding und das ist auch inhuman. Gut, du sagst gleich noch, was das im Moment gemacht hat, habe ich jetzt nicht verstanden, aber die Forderung, dass die mehr bekommen sollen, dass sie gerechte Löhne bekommen sollen, und dass die Ausstattung in den Pflegeeinrichtungen besser sein muss, die ist da. Dass das Geld kostet, war auch klar. Und jetzt muss man darüber sprechen, wie kann man das organisieren? Was kann man da eigentlich machen an der Stelle? Eigentlich nach der Systematik her wäre die Frage zu stellen, muss man eigentlich die Versicherungsbeiträge erhöhen, ja oder nein? Das kann man, muss man aber nicht. Das wäre Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Gerade heute kann man in der FAZ lesen, da große Sorgen wegen des Anstiegs der Sozialversicherungsbeiträge, Arbeitgeber, Arbeitnehmer von 40% auf 50% in den nächsten Jahren. Das liegt heute bei etwa 40%. Da muss man aufpassen, dass das nicht zu steil wird an der Stelle.
Ich bin auf jeden Fall dafür, dass man auch da prüft, wer kann es und wer kann es nicht. Es sind auch welche, die es können. Da muss man auch darauf achten. Aber bei den anderen muss da natürlich geholfen werden und muss eingeschritten werden an der Stelle. Aber ich will jetzt kein neues Programm machen, sondern das ist ja genau der Punkt, an dem diese konzertierte Aktion Pflege zurzeit in Berlin arbeitet. Und ich bin dagegen, dass alle Parteien jetzt anfangen, eigene Programme zu machen, wie man es machen muss, und die so hochhängen, dass sie sich nachher nicht einigen können, was man denn jetzt eigentlich machen will gemeinsam. Man muss ja eben den Weg finden, wie man damit umgeht. Also ich hoffe, wir geben, Baxo macht das so, wir beschreiben das Problem und schicken es denen zur Bundestagswahl und wann immer wir Gelegenheit haben dazu und sagen, da müsst ihr darauf achten. Und jetzt gucken wir zu, was ihr daraus machen könnt. Wir sind ja auch überparteilich und überkonfessionell. Wir können keine Parteitagsbeschlüsse fassen, sondern wir können nur sagen, da ist ein Problem. Aber das ist ein Problem, das, was du gerade beschrieben hast, was ganz klar ist. Aber was nicht aber rauskommen darf, ist, dass jetzt gesagt wird, aber das ist ja jetzt schon so ein Problem, jetzt können wir die Löhne nicht mehr anheben bei denen da. Ja, das muss jetzt ausgetragen werden. Die Stelle, das darf jetzt keine Blockade sein gegen die Verbesserung der Situation, in die man da insgesamt kommt, ganz klar. Man muss sich auch nochmal überlegen, ob man auch, weil die nächsten Jahre wird noch ein Problem entstehen, weil die Zahl der Kinder weniger ist und weniger zusammenleben, vorhin schon erzählt, wird die Zahl derer, die zu Hause pflegen können, weniger werden. Und die Frage ist, was passiert da eigentlich? Und dann sind da Paare miteinander über 65 und die pflegen sich dann gegenseitig einen den anderen so. Und da muss auch nochmal drüber gesprochen werden, ob die das machen auch heute schon viele, ob die dafür nicht auch was bekommen, über das hinaus, was heute da unter erschwerten Bedingungen schon möglich ist. Das hielt ich für eine gute Möglichkeit, da auch nochmal zu helfen, denn wir werden ein größeres Problem bekommen an verschiedenen Stellen. Aber das sehen wir vor uns. Also ich nehme das nochmal mit, aber das muss im Bund und Ländern muss das angegangen werden und da muss geklärt werden. Weil wenn man das nicht so macht, dann müsste man wieder an die große Kasse gehen. Also so, die Bundeskasse könnte ja auch zuzahlen. Wir haben das ja ausdrücklich nicht zu einer Vollkasko gemacht, diese Versicherung damals. Das könnte man machen. Diese Versicherung, damals übrigens muss man sagen, das wird ja immer vergessen, wird von Arbeitnehmern alleine bezahlt, die Pflegeversicherung. Wir haben damals einen Feiertag aufgegeben dafür. Die Eltern werden sich noch erinnern, da ist der Buß- und Bettag aufgegeben worden. Das heißt, das ist der Arbeitgeberbeitrag, der jemals Arbeitgeberbeitrag jetzt auftaucht, der wird von Arbeitnehmern auch bezahlt. Und insofern könnte man sich schon vorstellen, dass man aber auch darauf achtet, dass die Arbeitgeber auch einen Anteil leisten müssen an der Stelle. Deshalb darf ich das nicht völlig beiseite schieben, sondern muss doch nochmal drüber nachdenken, ob man nicht sagt, es müsste ja auch mal so viel Prozent. Es gibt noch eine Ecke, da war aber, die ist natürlich sehr schwierig. Wir haben damals entschieden, dass Familien ohne Kinder 0,3 oder 0,4%, ich weiß jetzt nicht genau, mehr bezahlen. Das war hoch umstritten, das ist bis vor das oberste Gericht gegangen und die haben gesagt, das ist okay. Weil man kann das jetzt nicht fein abrechnen, aber das macht jede Familie wenigstens mit 0,4 oder 0,5%. Auch da weiß ich nicht, ob da die oberste Spitze erreicht ist, denn da gibt es einen großen Unterschied. Die, die niemanden haben, die sind stärker auf die Allgemeinheit angewiesen und nutzen das auch. Da kriegst du keine völlige Gerechtigkeit rein, aber das sind alles Aspekte, die mitbedacht werden müssen, wenn man jetzt an der Stelle da eine Lösung findet. Aber Hinweis völlig richtig, ja. Und mir juckt das jetzt in den Fingern, jetzt noch mal darauf zu antworten. Klaus, wir haben eine Bundesratsinitiative jetzt vor 2 Wochen im Landtag mit auf den Weg gebracht, genau zu diesem Thema und hoffen, dass das auf Bundesebene, und das sind auch die Signale, ja, aber das sind auch die Signale, die wir von den anderen Ländern kriegen, dass das mit durchgeht, nämlich dass die Einkommensgrenze bei 100.000 Euro pro Jahr liegt und darunter soll niemand im Pflegeheim zubezahlen. Und das ist auch richtig so. Jetzt der. Also Genosse Franz, du bist in meinen Augen ein erfahrener Sozialdemokrat und deshalb stelle ich folgende Frage an dich. Wie lange werden wir Sozialdemokraten es noch dulden, dass in Deutschland mit der Altersarmut Geschäfte gemacht werden? Ich denke da besonders an den Bereich bezahlbarer Wohnraum. Und ich möchte nur ein Beispiel dazu bringen, was Sie neulich im Fernsehen gesehen haben. Der Vorstandsvorsitzende von der Vonovia wurde auf der Hauptversammlung gefragt, wie hoch seine Bezüge seien. Da hat er gesagt, weiß ich gar nicht. Da muss ich erst mal in der Bilanz nachgucken. So, und wenn Vonovia zigtausend Wohnungen in Deutschland hat, ja, und es gibt Sachen, die ich gehört habe, ich kann es eigentlich nicht beweisen, dass Altersarmut so weit genutzt wird,
um die Mieter rauszutreiben, aber auf humane Art und Weise, indem ich denen ordentlich ein Stück Geld in die Hand gebe. Ich sage, wenn du jetzt ausziehst, kriegst du so und so viel 1.000 Euro. Und diese 1.000 Euro, die ich den Leuten gebe, verkaufe ich an einen Dritten als Option, dass er mal die Wohnung kriegt. Das ist Deutschland. Dazu möchte ich mal deine Meinung hören. Du hast eingeleitet damit, wie lange wir noch zugucken wollen dabei. Wir gucken da nicht zu dabei, sondern wir haben Mietgesetze gemacht im vergangenen Jahr, oder vor 2 Jahren, die dem Ziel dienten, diese Missbrauchstatbestände, die es da gibt, aufzuhalten und dafür zu sorgen, dass das nicht überschöpft. Was ganz schwierig ist. Ich habe vorhin, als ich im Vorgespräch mit Ralf zusammen saß, haben wir schon drüber gesprochen, das eigentliche Problem dabei sind die Grundstückspreise, die wir in Deutschland haben. Die Veränderungen, die da sind, die werthaltigen Veränderungen, die wir da haben, die in die Bestände gehen, die die Grundstücke so wichtig machen, die die Häuser so wichtig machen. Und weil in dieser Welt im Augenblick niemand mit seinem Geld Geld verdienen kann, stecken die das Geld auch aus dem Ausland in die Bestände, und verdrängen dann Mieter, die weniger finanzieren können, daraus, um das aufzumotzen und dann dafür zu sorgen, dass da neu eingerichtet werden kann. Das ist ein Grundproblem, was nicht Sozialdemokraten alleine angeht, aber sicher uns auch. Hans-Jochen Vogel hat vor ein paar Tagen noch mal länger darüber geschrieben und hat gesagt, wir werden das nur hinkriegen, wenn wir anders umgehen mit dem Eigentum an Grund und Boden. Aber das ist in Deutschland sozusagen der unmittelbare Schritt vor der totalen Revolution. Trotzdem sage ich, das ist eine ganz entscheidende Frage. Was können Kommunen eigentlich selbst tun, um sich selbst zu gestalten? Wem gehören eigentlich die Grundstücke und was macht man eigentlich mit den Grundstücken und wie geht man damit eigentlich um? Und insofern ist deine Anmahnung ist schon richtig. Was ich nicht so gut finde, ist so ein bisschen der Unterton immer, ihr guckt dazu und ihr macht nichts. So einfach ist die Sache nicht, denn es gibt noch auch ein paar andere Sachen dazu zu sagen. Vor 10 Jahren war der Bestand an Wohnungen in Deutschland ausreichend. Dann ging es mit der Binnenwanderung los. Es gibt heute 2 bis 3 Millionen Wohnungen in Deutschland, die stehen leer. Da geht nur keiner hin, weil da keine Arbeitsplätze bei sind. Und je mehr die ziehen, umso mehr passiert in den Städten und Gemeinden. Und im Freizügigkeitsartikel des Grundgesetzes steht, dass jeder da wohnen kann, wo er will. Natürlich können alle nach Berlin ziehen und sich darüber beschweren, dass da keine Wohnungen sind. Im Grundgesetz steht aber nicht, dass Berlin vorher Wohnungen bauen muss, damit du da hinziehen kannst. Da muss ja auch mal drüber gesprochen werden. Da traut sich keiner richtig, denen zu sagen, hey Leute, jetzt lass mal die Tassen im Schrank da. So. Aber das Ganze, das könnte aufgehalten werden, wenn nicht diese enorme Veränderung bei den Bodenpreisen da wäre, die das alles aus den Fugen treibt und wo großer Missbrauch auch aus dem Ausland im Moment stattfindet dabei. Also ich kann dir da keine Antwort geben, außer der, dass ich sage, ich weiß auch von denen, die heute Verantwortung haben bei uns, leichtfertig zugucken tun die nicht, aber das ist nicht so einfach zu machen. Aus meiner Sicht spreche einiges dafür, nochmal bei dem, was dann in der zweiten Kommission, das ist die von Seehofer und Giffey kommt, über die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Wir müssen die regionalen Verknüpfungen in Deutschland und die Vielschichtigkeit der Landschaft erhalten. Wir müssen Entlastung da sorgen. Es ist teuer, wenn wir die Überdynamisierung in den großen Städten so ausdrücklich finanzieren und nicht dafür sorgen, dass das andere bleibt. Es werden immer mehr Wohnungen leergezogen werden. Und das wird dort immer schlimmer werden. Und deshalb muss man an der Stelle mal klipp und klar sagen, das muss aufgehalten werden. Es ist vernünftig, dass wir in Deutschland nicht eine wirkliche Großstadt haben. Berlin ist eine mittlere Stadt, wenn das vergleicht mit Paris oder mit London. Weil Deutschland spät entstanden ist, 1871, haben wir eben Hamburg und München und Stuttgart und Köln. Und wir haben mehrere Schwerpunkte, Frankfurt dabei. Die anderen haben ein Zentrum gehabt. Und wir haben eine Struktur, in der vieles verteilt ist, aber auch in Zusammenhängen man leben kann. Ist eine Frage der Infrastruktur, des öffentlichen Personennahverkehrs, wie man das zusammenhalten kann. Und das sind die entscheidenden Punkte. Ich bin sehr dafür, dass man darauf setzt und dass man das nicht weiter in die Ballung noch weitere dynamische Probleme reinbringt und dann noch den 5. Stock und den 6. Stock und den 7. Stock alles aufstockt da und das zu immensen Preisen macht und die anderen da rauslöst. Also das ist eine lange Geschichte, die du da angesprochen hast. Das Einzige, was ich für uns in Anspruch nehme, dass wir da schon genervt sind von dem, was da passiert. Aber
Dazu braucht es mal einen richtigen großen Streich machen. Da müssen wir richtig, und zwar beim Grundstück muss er anfangen, bei der Besteuerung. Ich will da mal nicht tiefer gehen, aber okay. Da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht so leicht behandeln, sondern da muss man die packen, da an der Stelle. Ich würde jetzt gerne die letzten drei Wortmeldungen zusammenfassen, wenn es dir recht ist. Ja, und ja, bitteschön. Ja, guten Abend. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, um mich bei Ihnen zu bedanken, Herr Müntefering. Und zwar, dass Sie so klare Worte gefunden haben. Ach so, sorry. Ich komme aus einem ganz kleinen Ortsverein der SPD aus Ostholstein, komme aus dem Pflegemanagement. Und ich möchte mich bedanken, dass Sie so klare Worte zum Thema Sterben, wie wollen wir sterben, sind wir überhaupt in der Lage, darüber nachzudenken? Oder möchte ich das anderen überlassen, indem sie mir beim Suizid helfen, wenn ich einmal den Mut verloren habe? Ich selber mache auch Fortbildungen zum Thema Umgang mit Patientenverfügung und höre sehr häufig, dass es für Menschen schwer ist, über ihr Sterben nachzudenken. Und das Patientenverfügungsgesetz gibt uns sehr große Möglichkeiten, dass wir unterstützt am Lebensende sein können, ohne Schmerzen, ohne Angst und diesen ganzen negativen Dingen, vor denen wir alle Angst haben. Also danke, dass Sie so klare Worte dafür gefunden haben. Und ich hoffe, dass noch ganz viele, die heute keine Patientenverfügung haben, überlegen, eine zu schreiben. Und bei Ihnen, Frau Pauls, möchte ich mich noch bedanken, dass die SPD hier im Landtag diese Hospizinitiative auf den Weg gebracht hat. Und ich profitiere im weitesten im Kreis Ostholstein davon, weil ich in einem hospizlich gesehen weißen Fleck lebe und dabei bin, dort ein Hospiz mit der Hilfe des Sozialministeriums zu implementieren. Dankeschön für Ihre Unterstützung. Ja, Jochen Scheer, Brunsbüttel. Also das trifft sich ganz gut, was Sie gerade gesagt haben, weil da kann ich was ganz kurz ergänzen. An der Westküste sind meine Frau und ich als Trauerredner tätig. Das heißt, wir wissen durch die Vorgespräche, die wir dann zur Trauerfeier ja auch halten, als Rede, wie gestorben wird, wo gestorben wird. Ich habe definitiv noch nie erlebt, dass jemand, der Hospiz war, also jetzt die Angehörige natürlich, irgendwo erzählt hat, dass der Angehörige ungern war oder Kritik sogar zu äußern war oder aber jetzt die Angehörigen das schwierig empfunden haben. Aber das dritte L, ihr drittes L, war da definitiv in den Hospizen. Das Lachen, definitiv. Was uns beide betroffen macht, ist natürlich, was Sie mit den Männern ansprachen, die wirklich teilweise nicht damit klarkommen. Es ist jetzt 14 Tage her, dass ein Mann in nördlichen Dithmarschen eben nicht damit klarkam und sich aufgehängt hat. Nach einer halben Stunde Vorgespräch kamen wir endlich dazu, dass ich hörte, was eigentlich gewesen ist. Dann hatten wir noch 2,5 Stunden Vorgespräch mit den Angehörigen. Auch ihm hätte ich natürlich ein Hospiz gewünscht in seiner Verzweiflung. Ja, ich möchte nochmal zum Thema zurückkommen. Wie wollen wir im Alter leben oder wie möchten wir im Alter leben? Und der Landesseniorenrat Schleswig-Holstein hat die ersten Erfolge, Sie haben die ja schon angesprochen, die Personengruppe, die Armen und die sozialen Schwachen, die wir weniger sehen, aber wir haben die ersten bei uns in den Vorständen. Ein Punkt fehlt mir noch, vielleicht können Sie mir da Ihre Erfahrungen nochmal sagen, und zwar die im Seniorenalter stehenden Migranten, die wollen wir natürlich mit dabei haben, wegen der Integration. Also ich zu dem ersten komme ich nicht. Ich fange mal beim zweiten an. Da fällt mir noch mal ein an der Stelle die Frage Menschen mit psychischer Belastung, mit Depressionen. Das habe ich vorhin nicht angesprochen, als ich über die Frage gesprochen habe, was sind eigentlich die Bedingungen dafür, dass man einen ärztlich assistierten Suizid unterstützen kann oder auch nicht unterstützen kann.
Das ist nochmal ein ganz großer Fall. Also psychisch kranke Menschen sind ganz besonders betroffen davon. Wir haben allerdings eine Entwicklung, die so aussieht, dass junge Menschen sich heute doch, wenn sie da krank werden, behandeln lassen. Früher war das einmal verrückt, immer verrückt, sagte man, aber heute, das ist enttabuisiert. Die Jungen gehen dahin und lassen sich heilen. Die Zahl der Suizide nimmt deutlich ab in Deutschland in den letzten etwa 10, 15 Jahren, weil mehr geholfen werden kann. Das Problem ist eher bei den ganz Alten, wo das gar nicht mehr geklärt wird. Wenn die in Pflegeheimen sind oder auch zu Hause sind, wo sich keiner mehr darum kümmert, wo die Krankheit nicht diagnostiziert wird und wo die sozusagen implodieren und daran dann wirklich krank werden letztlich. Zu dem Ersten nochmal von wegen meine Worte zum Sterben. Ich will dazu noch einmal da eine Anmerkung machen zum Arbeiter-Samariter-Bund, was man alles so machen kann. Wir haben im Arbeiter-Samariter-Bund inzwischen in allen Ländern ein oder zwei Wünschewagen. Und diese Wünschewagen sind dafür da, dass Menschen, die im Sterben sind und die einen Wunsch haben, nochmal irgendwo hinzukommen, dahin fahren können. Und zwar durch ehrenamtliche Gefahren, dass die Hauptamtlichen organisieren das, die Ehrenamtlichen fahren das. Wir hatten im letzten Jahr etwa 1000 solcher Menschen. Die wollten nochmal an die See, die wollten in die Berge, die wollten nochmal zu Verwandten, die wollten in den Zoo, alles mögliche. Die wollten Fußball spielen, die wollten nochmal ins Theater fahren dabei. Also so, und da geht es jetzt um Folgendes. Deshalb spreche ich es nochmal an. Das sind 1000 Menschen, das sind knapp 1% von denen, die sterben, die wir da erreichen. Und natürlich sagen manche, ja, das ist so von der Masse her nicht viel, aber das kann man so nicht sehen. Man muss bei all diesen Dingen, die man macht, muss man immer den einzelnen Menschen sehen. Wenn man dem Einzelnen helfen kann an der Stelle und anderen auch ein Beispiel geben kann dafür, dann ist das schon mal eine große Hilfe. Das sind alles Dinge, die ganz wichtig sind, wo man einfach zum Schluss Zeit haben muss und sich darauf einstellen. In den stationären Hospizen ist halt der große Vorteil die Zeit, die haben und dass die nebenan zu dem Zimmer, wo die liegen, dann auch noch ein Zimmer dazu ist, wo dann ein Verwandter oder Freund sitzen kann, sodass eine häusliche Atmosphäre entsteht und du eigentlich zu Hause bist. Die meisten sagen, ich möchte zu Hause bleiben, aber das geht nicht um zu Hause, sondern das geht um Menschen, die man um sich rum hat. Wenn man die um sich rum hat, dann ist das nicht mehr so wichtig, wo man zum guten Schluss eigentlich ist. Die Sache mit den Migranten kenne ich natürlich aus dem Ruhrgebiet sehr intensiv. Wir waren neulich mal in einer Stadt des Ruhrgebiets auf einer Palliativstation, wo Menschen auch sterben. In den Krankenhäusern gibt es ja auch was Hospiz und Palliativ Verbundenes dabei. Und so nach einer Stunde habe ich zu der Leiterin gesagt, sagen Sie mal, wenn ich mir das so richtig anhöre, alles, was Sie sagen, sind Sie Muslimin? Hat sie gesagt, ja, ich bin Muslimin. Ich sage, wie kommen Sie denn klar mit den ganzen Katholiken und Christen hier bei uns? Das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß doch, wie die Hände falten. Das ist im Grunde ist das immer dasselbe, hat sie mir erklärt. Da hat sie mir eine kleine Aufklärung gegeben. Es ist kein Unterschied, sagt sie, wenn das aufs Ende geht, du musst denen da Mut machen und musst mit denen reden. Das mache ich auch ohne weiteres, das läuft. So ist das. Was sich ändert, es war bis vor wenigen Jahren noch so, dass die jungen Leute, die türkischen jungen Leute mir gesagt haben, bei uns gibt es eine gute Tradition, wir pflegen Papa und Mama zu Hause. Wir geben die nicht weg. Und dann habe ich denen immer gesagt, hoffentlich könnt ihr das auch. Weil da gibt es nämlich so eine Scheidegrenze. Das ist ja der gute Wille, das zu Hause zu machen, das ist ja schön, aber du musst das auch können. Dann ist das für Papa und Mama gut. Und inzwischen ist es so, dass sie auch sagen, ja, das ist doch vernünftig, wenn es einen bestimmten Grad von Problemen erreicht, die Pflege, dass man dann in eine stationäre Einrichtung geht, wo Hauptamtliche da sind, die dann auch die Arbeit machen können, sei denn, die können ganz intensiv dich zu Hause dabei begleiten. Also so eine Öffnung ist da und es sind immer mehr, die auch mitarbeiten dabei und ich sehe das eigentlich als eine Möglichkeit. Aber es ist richtig, richtig wichtiger Hinweis, immer dafür sorgen, auch, dass man mal die zusammenholt. Das kann man über 60 plus auch machen, wenn man da mal ein paar Leute holt, die in den Migrantenkreisen zu Hause sind, dass man die mal zusammenholt, 5, 6 oder 10 und die mal informiert überhaupt, wie das läuft, damit das Misstrauen weg ist und die sagen, das ist eine gute Sache. Also sollte man auf jeden Fall machen, wichtig. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Den Lübecker Abgeordneten Wolfgang Barsch wird es freuen, dass wir dir jetzt Lübecker Marzipan überreichen. Ich hoffe, du hast noch Platz in deinem Koffer, ansonsten musst du es heute Abend noch aufessen. Wolfgang wird dir dabei helfen, das weiß ich.
Ich sage ja immer, unsere Seniorinnen und Senioren sind alt genug, um selber zu entscheiden, wie sie leben wollen und sie darin zu unterstützen. Das muss unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Astrid Letzmann und bei Katja Feiste für die Vorbereitung und Durchführung des heutigen Abends. Und Felix ist schon weg, aber der war auch mit beteiligt. Vielen Dank bei Ralf für deine Grußworte und bei Gerlinde für ihre Grußworte. Und ich möchte, bevor ich Sie zum Buffet einladen darf und zu anschließend netten Gesprächen, hoffentlich bleiben Sie uns, Franz bleibt uns auch noch ein bisschen erhalten, möchte ich schließen mit einem schönen und, wie ich finde, passenden Satz zum heutigen Abend. Und er stammt vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Und er lautet: Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst man den anderen Satz, dass vorwärts gelebt werden muss. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen. Kommen Sie anschließend gut nach Hause. Herzlichen Dank.